In der heutigen Zeit ist es längst so weit, ein Lied aus Papier zu kriegen. Gegen Armut, gegen Hass, gegen Krieg und für den Frieden. Wir brauchen keine Börsianer oder BWLer, die uns erzählen, die Börsenmarktpapiere sägen schneller in den Keller, Keller, Keller. Hallo, ihr Enttäuschten, ihr, die da sagen, das Leben ist so wie es ist, nicht mehr zu ertragen. Was macht ihr eigentlich für eine Schnute? Macht's wie wir, wir sehen nur das Gute, die Freundschaft, der Friede, die Harmonie. Errungenschaften durch die Philosophie, teilen, schlafen, kuscheln und Geschlechtsverkehr. Die Kraft der Liebe über ihr steht überhaupt nichts mehr. Es geht voran, auch wenn auch nur im Schildkrötengang. Wenn man eins von diesen Viechern lernen kann. Es geht voran. Glaub nicht jenen, die ihre Chancen wähnen in Pessimismus und Verdrossenheit. Peace, Love and Harmony und nicht nur Streit. Mit Egoismus und mit Lügen werden wir uns nur selbst betrügen. Glaubt an das Gute und macht es wahr. Wenn wir jetzt anfangen, dann wird der Traum vielleicht noch einmal wahr. Leute, und damit willkommen beim bedingungslosen Nachmittag. Ihr habt schon gehört, wir lassen heute mal die Politik sein und machen zum Jahresauftakt Musik und Spaß. Natürlich auch ein paar ernste Themen, wie immer auch dabei. Aber hauptsächlich machen wir heute Musik. Und ich freue mich, dass Lari und die Pausenmusik bei uns beim bedingungslosen Nachmittag zu Gast sind. Und wir werden heute mit ihnen sprechen und vor allem auch viele Songs von ihnen hören. Das ist mein Wasser, aber ich gebe dir gerne dieses hier. So, ja, willkommen bei uns. Ich habe euch gerade schon vorgestellt, stellt ihr euch doch vielleicht nochmal der Reihe nach etwas ausführlicher vor. Ja, hallo rockradio.de, wir sind Lari und die Pausenmusik. Wir sind ernstzunehmende Textrocker aus dem Wedding und spielen unsere Texte in der eben gehörten Farbe und Form. Eben gehörten Farben. Ja, machen das mittlerweile schon seit vielen, vielen Jahren. Lari und ich zusammen seit über acht Jahren sind wir schon dabei. Krach mit Inhalt sozusagen. Mehr fällt mir dazu jetzt auch nicht ein. Wie sieht es bei dir aus? Das war übrigens Tetz. Ja, Tetz war an der Gitarre oder ist an der Gitarre. Ich bin Mimi, ich trommel seit, ich glaube, mittlerweile 3 Jahren. Ne? Also die zweite CD habe ich jetzt mit eingespielt und ja, bin total froh, dass ich hier im Wedding eine Heimat gefunden habe, bei den besten Musikern aus ganz Berlin. Wie ist denn so euer Musikstil? Du hast gerade gesagt, Krach mit Inhalt. Tetzer, ja. Wo ordnet ihr euch denn so bei den, in den gängigen Rastern ein?
Ja, ich persönlich, also privat komme ich auf jeden Fall aus dem Punkrock, aber ich habe lange Lieder, ich war lange als Liedermacher unterwegs mit einem Liedermacher-Duo, das Larifari, wo wir gemeinsam höheren Blödsinn fabriziert haben auf der Bühne und zwei Akustikgitarren. Und da ich aber selbst privat eher rockig gerne Musik höre, hat sich so dieses Projekt entwickelt, das Lari und die Pausenmusik, als Nachfolgeprojekt von das Larifari. Und das, wir nennen es Textrock, Akustikrock. Was sagt ihr? Sowas. Gute Musik. Einfach gute Musik. Ja, schwer zu sagen, das mit den Rastern ist immer eine Sache, die nie richtig funktioniert. Da ist eben viel Rock. Ich habe sicherlich den einen oder anderen Blues schon mal gehört. Das ist schon mal passiert. Hört man definitiv. Ansonsten, ich versuche, ich kann es immer nicht mit den Rastern. Hast okay. du eine Idee? Du hast es ja auch ein bisschen. Nee, also zu meiner Jugend gab es noch strenge Raster, aber heutzutage sagt man ja Crossover. Also heutzutage ist das einfach nicht mehr so. Ich denke mir, aus dem Punk ist ja auch viel geboren worden und immer wieder neu geboren. Und von daher finde ich das auch heutzutage schwierig, Musik einzuordnen. Geht mir also ganz genauso. Ich habe so vorhin, wie ihr hier Soundcheck gemacht habt, so kurz an Tonsteine, Scherben gedacht. Das fand ich sehr schön und ja, wir hören ja heute noch einiges von euch. Aber vielleicht erzählt ihr nochmal, wie seid ihr zusammengekommen, wie habt ihr euch gefunden und ja, erzählt doch mal. Ja, Lari und ich kennen uns schon sehr viel länger, als wir zusammen Musik machen und sind uns begegnet einfach als Kollegen, weil ich noch parallel ein eigenes Liedermacherprojekt habe, wo ich solo unterwegs bin als andererseits. Und da sind wir uns immer wieder mal über den Weg gelaufen, haben zusammen Konzerte gemacht, hier und dort. Und irgendwann sprach mich ein gemeinsamer Kumpel an und meinte, Lari sucht einen Gitarristen neuen. Und dann habe ich mich gemeldet und seitdem sind wir so zusammen. Genau, richtig. Also ich war schon immer angewiesen auf Menschen, die Ahnung von Musik haben und nicht nur drüber reden, wie ich es tue. Und da gab es lange jemanden und das hat sich dann in unterschiedliche Richtungen bewegt musikalisch und bin sehr dankbar jetzt schon seit... Ich glaube, mit am längsten Tets gemeinsam Musik zu machen, weil es natürlich immer ein Wechselspiel ist. Keine Einbahnstraße, es geht in beide Richtungen. Wie lange seid ihr denn schon alle überhaupt zusammen in der Formation jetzt? 8 Jahre, oder? Weil du gerade. Also Lari und ich, 8 Jahre mit wechselnden Bassisten und Drummern, jetzt ohne Bassist. Ja, aber in der Besetzung seit du dabei bist, nicht? Seit drei Jahren okay. fest, aber auch bestimmt 4 oder 5 Jahre. Du hast uns immer wieder mal ausgeholfen, wenn es nötig war. Okay. Mhm. 3 Jahre, 2 Alben. In der Besetzung, ja. Und dann noch was zu? Ja, es war der Fachkräftemangel, der mich dazu gezogen hat. Nein, ich habe hin und wieder schon mal ausgeholfen, wenn irgendwie große Konzerte da waren und der aktuelle Trommler nicht konnte. Und irgendwann kam ein ganz dringender Anruf, du Mimi, wir haben noch irgendwie 2 Tage Zeit im Studio, wir brauchen einen Schlagzeuger. Und dann habe ich die CD eingespielt, den faulen Kompromiss. Und danach wurde ich dann gebeten, dass... Eröffnungskonzert oder CD-Release mitzuspielen und hier so ein großes Festival und irgendwann hat man aufgehört, einen neuen Trommler zu suchen und ich war fest dabei. Aber weil du von Fachkräftemangel sprichst, also den gibt es zwar allgemein, jawohl, ich weiß es nicht, aber in der Musik habe ich in Berlin das Gefühl, gibt es den gar nicht. Also jeden, den man irgendwie in der Kneipe trifft oder so, erzählt einem, er macht Musik oder sie macht Musik, also da gibt es ja eigentlich überhaupt keinen Fachkräftemangel oder wie darf ich das verstehen? Deswegen, ja, es gibt sehr viele Menschen wie ich, die erzählen, dass sie Musik machen, aber es dann wirklich auch handwerklich beherrschen und sozusagen... Ach so, verstehe. Ist nur ein Prozentsatz aus denen, die erzählen, dass sie Musik machen würden. Okay, also das sind alles keine Fachkräfte, wenn wir mal bei dem Begriff bleiben. Nee, das sind dann eher so Laris und Konsorten unterwegs. Und wie macht ihr das, wenn ihr jemand Neues braucht? Lasst ihr den wie beim Bewerbungsgespräch, lasst ihr den vorspielen oder wie darf man sich das vorstellen? Da hatte Mimi jetzt Glück. Wir stehen in einem verwandtschaftlichen Verhältnis zueinander. Deswegen kannte er meine Lieblingsbiersorte und deswegen war das Bewerbungsgespräch ziemlich schnell ertrunken, erledigt. Hat 3 Kisten Bier gekostet. Und wenn ihr jemanden gar nicht kennt, soll er vorspielen oder? Ist so, glaube ich, noch nicht richtig vorgekommen. Wir haben das mal gemacht, als wir auf der Suche mal wieder waren nach einem Trommler, haben wir mal wieder eingeladen. Also das Normale ist dann ganz einfach, das heißt hier vorspielen nicht so sehr, sondern wir treffen uns, er kommt zur Probe, hört sich an, was wir da machen. Erste Hürde ist, gefällt es überhaupt? Zweite Hürde ist, kommst du damit klar? Okay, gut. Aber damit habt ihr, also ich frage es wirklich nochmal, habt ihr Schwierigkeiten in Berlin, Leute zu finden, die mitspielen? Also kann man ja gar nicht glauben irgendwie. Ne? Doch, ja. Also
Die Fachkraft leisten wir uns aus Lübeck, aber das ist jetzt generell nicht schwierig, nicht leicht, in Berlin da jemanden zu bekommen. Ich wollte noch was sagen zu dem Fachkräfte-Ding, dass ja vor allem das eine ist das Vorspielen. Kannst du das, gefällt dir das, was wir machen? Ja. Die zweite, aber genauso wichtige Komponente, finde ich auch, passt auch menschlich. Denn man ist ja hier gemeinsam eine halbe Stunde auf der Bühne, aber dann doch 4 Stunden auf der Autobahn und beim Essen und beim, was weiß ich, davor und danach. Also man ist menschlich auch viel, finde die Komponente sehr wichtig, im Verhältnis zu dem natürlich auch musikalischen Skills. Okay, okay. Ihr seid also schon außerhalb von Berlin unterwegs. Ihr seid keine Berliner Band, keine Weddinger Jungs, sondern ihr tourt durch Deutschland oder schon international? Ja, also im letzten Jahr sind wir sogar für ein paar Konzerte in die Schweiz gefahren. Und das war richtig toll. Die wollten alle T-Shirts von uns kaufen und wir hatten gar keine. Also wir werden unsere wollten es aber auch nicht haben, die waren. Wir werden in Produktion gehen. Ja, natürlich, deutschsprachig hat natürlich seine geografischen Grenzen, aber ja, wir sind tatsächlich wir spielen überall da, wo unsere Meinung und unser Humor erlaubt ist. Das ist aber mittlerweile oft genug nicht mehr Berlin oder die Bundesländer drumherum. Aber sag mal, wie ist denn das, wird man als deutschsprachige Band, wenn man also auch Deutsch singt, es gibt ja auch deutsche Bands, die singen Englisch, wird man dann eben nicht ins nicht deutschsprachige Ausland eingeladen, akzeptiert das Publikum nicht, dass Deutsch gesungen wird außerhalb von deutschsprachigen Ländern oder wie läuft das? Weiß ich jetzt nicht so genau. Ich kann nur konkret für mich und uns sagen, wir sind noch nie im nicht deutschsprachigen Ausland eingeladen worden, okay, zu spielen. Ich habe privat schon im nicht deutschsprachigen Ausland mir versucht, im Nahkontext zu einem Hostel sozusagen, wo viele deutschsprachige Leute unterwegs waren, einen Abend zu spielen. Aber das war jetzt nicht, weil ich eingeladen wurde, sondern weil ich mich eher selbst aufgedrängt habe, dort zu spielen. Okay, und grundsätzlich, weißt du da Bescheid drüber, wie das läuft? Weil man wundert sich ja immer so, also schon so bekanntere Sachen wie Nena oder Scorpions oder so, die hatten dann ja auch englische Titel im Repertoire, wahrscheinlich dann fürs nicht deutschsprachige Ausland, oder was glaubt ihr? Ich vermute schon, ja. Es ist natürlich in unserer Musik schwer zu sagen, weil wir so viel Wert auf die Texte legen. Ja, nicht? Ja, eben. Und deswegen gehe ich davon aus, dass unsere Musik natürlich nur bei Leuten ankommt, die die Texte auch verstehen. Okay. Und nun mag es auch überall auf der Welt viele Leute geben, die Deutsch sprechen, aber ich weiß nicht, ob du die alle in einem Konzertsaal zusammenkriegst. Okay. Gut, ja, da kommt natürlich jetzt die nächste Frage, was die Leute immer interessiert. Könnt ihr von eurer Musik schon leben und wenn nicht, wovon lebt ihr, wenn ihr es verraten wollt? Wir wollen euch hier natürlich nicht verhören wie beim Amt, sondern wir wollen es nur wissen. Ich mache eine namentliche Aussage, die nicht zur Vervielfältigung gedacht ist. Nein, ich bin vom Sternzeichen her Zwilling und deswegen habe ich zwei Gesichter und eins ist tagsüber und eins ist nachtsüber und das, was ich nachtsüber mache, ist mein Lari-Gesicht und tagsüber habe ich durchaus noch andere Möglichkeiten, finanziell über die Runden zu kommen. Okay, also du arbeitest auch noch ganz bürgerlich, wenn ich das so richtig verstehe. Ja, und ich mache Musik, nur Musik, das heißt überwiegend Straßenmusik. Da kommt das meiste Geld bei rum. Ich habe mal gehört, von Straßenmusik lebt man richtig gut. Ist das so? Ich lebe davon, ja. Ich lebe davon, das heißt, ich mache S-Bahn-Musik. Das hat den Vorteil, dass die Leute sich das anhören, was man macht. Auf der Straße rennen sie meist an dir vorbei und sind viel zu gestresst. Aber ich mache also Musik auf der Straße, ich kann davon leben. Ich verdiene nicht schlecht, meine Güte, viel mehr als ein Hartz-Einkommen. Plus Miete und sowas ist es nicht. Aber es reicht mir, ich komme damit klar. Und macht Spaß, ne? Oder? Es macht Spaß, eben, und ich kann das machen, was ich will. Das ist wie ist denn das in der U-Bahn? Da braucht man eine Genehmigung oder kann man einfach mit der Gitarre in die U-Bahn oder wie läuft das? In den Bahnen ist es strengstens überhaupt verboten, geht gar nicht. Ach so, da sind doch ständig Musiker. Ja. Also ich will das mal für die Leute, die nicht aus Berlin zuhören. Also man sitzt in der Bahn und es kommt eigentlich einer nach dem anderen rein. Spielt einen Song, geht wieder raus, kommt der nächste rein. Sozusagen, ja. Also es ist strengstens verboten, aber es scheint keinen zu interessieren. Das finde ich gar nicht so schlecht. Guck an. Und wo spielst du? Auf den Bahnhöfen? Nicht auf den Bahnhöfen. Auf den Bahnhöfen, wie gesagt, wenn du stationär irgendwo bist, die meisten Leute sind so gestresst in ihrem Alltag, die rennen an dir vorbei und kriegen das gar nicht mit. Selbst wenn es ihnen gefällt, sind sie schon 5 Minuten weiter weg, bevor sie es gemerkt haben. Ja, ja. Und das schallt immer, also ich kenne das auch, wenn mir was gut gefällt, ich finde das immer so schön, das schallt dann immer so durch den ganzen Bahnhof, ne, wenn man so weitergeht. Ja. Ja. Ja, ich lebe oder überlebe auch von der Musik. Habe dann aber auch verschiedene Sachen, die ich da am Start habe, von Unterhaltungsmusik auf dem Stadtfest bis Kurse, die ich gebe für
ältere Menschen, mit denen ich dann gemeinsam musiziere. In den Altenheimen geh ich rein und die hauen auf die Trommel und ich spiele die Gitarre dazu und wir singen alte Wanderlieder oder wie auch immer, alte Schlager. Und ja, für den allergrößten Notfall habe ich dann aber auch noch eine Frau, die ist verbeamtet. Aber das ist ja ganz schön, weil da hat man das Gefühl, man tut auch noch wirklich was Gutes. Ne? Wenn man ins Altenheim, die Leute freuen sich ja wahrscheinlich, ne? Die sind ja wahrscheinlich dankbar und froh, wenn man kommt, oder? Ja, wie der Berliner sagt, die freuen sich wie Bolle. Und egal wie dement, die alten Titel, die können die alle noch. Musik geht immer, ne? Ja, finde ich auch. Alle, ja. Also ist mir auch schon aufgefallen, so wenn man im Altenheim, wenn die anfangen zu singen, die wissen noch die Texte und alles, ne? Irre. Wir sind ja nun, wollen wir heute jetzt nicht so groß ausbreiten, aber wir sind ja eine Grundeinkommenssendung oder haben als solche gestartet, bedingungsloses Grundeinkommen, das war damals mal eine Lobby-Sendung. Wir sind mittlerweile zur allgemeinen Politik übergegangen. Aber ich frage euch trotzdem mal, wo wir hier so schön zusammensitzen, was haltet ihr davon und wäre euer Leben dann einfacher oder würdet ihr mehr Kraft in die Musik investieren können, wenn ihr ein Grundeinkommen hättet und zwar ein auskömmliches, wie würdet ihr das finden? Gibt es dann 3 CDs im Jahr oder 4 oder? Kommt drauf an, wer die Lieder schreibt. Nein, aber auf jeden Fall bin ich persönlich jetzt absolut fürs bedingungslose Grundeinkommen, weil ich diese ganzen Sanktionen, die jetzt vonstatten gehen, auch wirklich nicht unterstützen kann. Und es wird immer erzählt, ja, da müssen wir die alle durchschleifen und so. Wir schleifen jetzt auch schon genügend Leute durch. Und ich glaube, es liegt auch einfach daran, dass in den Behörden ganz viele Stellen abgebaut werden müssten, die jetzt halt noch in einem sicheren Beamtensessel sitzen und einen Stempel drunter geben können unter irgendwelchen Formularen. Und da bräuchte man dann, glaube ich, nicht mehr so viele von. Man sagt ja immer so in der Grundeinkommensszene, wenn man so diesen ganzen Arbeitsamtapparat abbauen würde, dann hätte man genug Geld, dass man jedem irgendwie ein Grundeinkommen zahlen könnte im Monat. Aber ja, sag mal, was hältst du davon? Ja, also natürlich triffst du da auch bei mir auf offene Ohren, Herzen und Arme. Ich denke, es ist also zur individuellen Selbstbefreiung auf jeden Fall das richtige Mittel. Und wie du gesagt hast, nicht nur für mich meine eigene Nase, sondern die ganzen Menschen, die jetzt in ihren Büros gefangen sind vor irgendwelchen EDV-Datenverarbeitungsprogrammen, die auch zu befreien und ob sie wollten oder nicht, raus in die Sonne zu bringen oder in die Kulturszene oder was weiß ich, worauf sie Bock haben, in den Kleingarten. Das finde ich ein hehres Ziel und kann das BGE auf jeden Fall machen. Und wie ist es mit eurer Produktivität beim Grundeinkommen? Würde die steigen? Würdet ihr dann sagen, okay, dann machen wir eben eine CD mehr im Jahr? Oder würdet ihr eher so auf Freizeit gehen, was ja auch nicht verwerflich ist? Da wären auf jeden Fall einige CDs mehr drin, auch einige Live-Konzerte mehr Konzentration auf die Sache. Das wäre auf jeden Fall möglich durch das BGE. Durch das bedingungslose Grundeinkommen. Oder umgekehrt gefragt, dadurch, dass ihr alle einen Brotjob habt, leidet da eure Bandmusik oder eure Bandproduktion drunter? Würdet ihr das so sagen? Leiden ist zu viel gesagt. Nun lebe ich auch, wie gesagt, von und mit der Musik. Aber ich hätte mit Sicherheit mehr Platz im Kopf und Platz im Leben, um mich mit der Kreativität und mit der Musik, also kann auch Schreiben sein bei mir gerne, sozusagen, ja. Also ich hätte da großes Vergnügen dran. Würde mir großen Spaß machen. Ja, also man sagt ja immer, keine Existenzängste, dann ist man schon im Ganzen so ein besserer Mensch, ne? Ein lockererer Mensch. Und die 6 Stunden Arbeitstag oder 8 Stunden sind natürlich auch anders zu gestalten. Naja gut, ich meine, wenn man 6 oder 8 Stunden Arbeitstag hat, da frage ich mich immer, wie kommt man dann noch zum Üben? Ihr müsst ja wahrscheinlich, also ihr probt ja wahrscheinlich irgendwie in der Woche, weiß nicht, wie oft man probt, aber das kriegt man dann geregelt, oder? Wir haben schon immer, was das angeht, eiserne Disziplin. Einmal in der Woche, 18 bis 22 Uhr, 4 Stunden, müssen wir miteinander Zeit verbringen. Ja. Ich schließe auch immer den Proberaum von innen zu, also Bootcamp-Erfahrung. Und das ist dann halt wichtig, wenn man viel unterwegs ist. Also autoritär. Total, wenn du wüsstest, mein Rücken aus. Genau. Nee, aber das ist dann wirklich eine wichtige Übung, längere Zeit miteinander aufeinander hocken zu können. Weil wenn man viel unterwegs ist, sitzt man lange im Auto nebeneinander, im Zug, vor dem Konzert, nach dem Konzert, Abbau, Aufbau, Schlafen, Essen. Also man hat so viel Zeit miteinander zu verbringen, deswegen ist es schon wichtig, sich in der Woche einmal 4 Stunden zu sehen. Was ich dir nicht beantworten werde, ist die Quote halt aus den 4 Stunden, wie viel dann davon Musik ist. Und nicht nur Quatschen und allgemeines Täterei. Ja gut, das aber ist das muss ja auch sein. Man aber wir sehen uns regelmäßig. Okay, gut. Okay, und wie ist es mit eurem Songschreiben? Macht ihr das gemeinsam oder gibt es hier einen, der die Muse diesbezüglich geküsst hat? Ja, die meisten Songs sind von Lari, die
Texte und die meiste Musik. Aber mit der Musik hat sich das im Laufe der Zeit auch so entwickelt, dass Larry und ich uns viel zusammen hinsetzen. Also dass erster Entwurf kommt und dann wird daran mit zusammen weiter gebastelt. Naturgemäß, da wir beide in Berlin wohnen und uns öfter sehen. Ach, du wohnst gar nicht in Berlin, okay. Nein. Ja, Mimi kommt aus Lübeck und... Ja, jetzt habe ich das auch verstanden mit der Fachkraft aus Lübeck. Ich habe vorhin überlegt. Und ansonsten, ich hatte ja gesagt, dass ich auch selbst als Liedermacher unterwegs bin. Das heißt, es kommt auch immer wieder mal ein Song von mir dazu. Aber die meisten sind von Larry. Okay. Aber mit Lübeck, du kommst jetzt einmal die Woche zum Proben, ne? Oder? Nein, ich komme nicht einmal die Woche zum Proben. Das schaffe ich dann auch nicht. Aber wir haben uns eigentlich so zum Ziel gesetzt, dass ich einmal im Quartal dabei bin. Okay. Und neue Songideen werden mir dann per Mail rübergeschickt und ich höre mir das an, mache mir meine Gedanken. Und wenn wir uns dann im Proberaum treffen, spiele ich das vor, was ich meine dazu passt und wird dann meistens auch so angenommen. Gut, dann würde mich natürlich interessieren, wo legt ihr bei den Texten so euren Schwerpunkt, so auf sozialkritische Texte oder auf... Ja, erzähl einfach mal, was schwebt euch da so vor? Wir sind nicht die ideale Besetzung für das Genre Liebeslied. Das können andere Kombos definitiv besser als wir. Habe ich mir jetzt so fast gedacht. Genau, obwohl wir auch Liebeslieder im Programm haben, ist es nicht unsere stärkste. Nein, also ich für mich kann das ganz einfach beantworten. Ich kann nur über Sachen texten, die mich emotional sehr erregen. Also entweder aufregen, positiv wie negativ oder abstoßen oder... Ich länger drüber nachgrübel, dann steht so ein Refrain oder irgendwie eine erste Zeile und dann sammelt man da und dann fallen einem unterschiedliche Sachen zu ein, schreibt die auf, im Handy auf Papier und dann irgendwann setzt man sich hin und schreibt das eigentliche Lied auf. Aber es sind immer Themen, die mich in irgendeiner Weise selbst berühren, angenehm wie unangenehm. Hast du denn den Anspruch oder habt ihr den Anspruch, dass es sozialkritisch ist, also dass es so gesellschaftliche Probleme aufnimmt oder wie läuft das bei euch? Ja, ist bei mir sehr, sehr, sehr stark. Ich komme meine erste Erfahrung mit deutschsprachiger Musik, ich habe auch vorher lange Zeit englischsprachige Sachen gemacht, ich war mit Tats & Grog, das war mein Brüderchen, der gute Grog, in der Akustik-Punk-Szene unterwegs und sind in besetzten Häusern auf irgendwelchen Camps, Aktionswochen, sonst was alles in der Form autonomen Zentren quer durch die Republik aufgetreten und kommen beide aus dem, ja eigentlich aus der Anarcho-Richtung. Okay. Das heißt, für mich ist die Politik immer ein extrem wichtiges Ding gewesen. Ich versuche mich jetzt langsam damit davon zu befreien und auch ein bisschen alternativer unterwegs zu sein, aber das ist lange Zeit. Wie ist denn das überhaupt? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht mehr so up to date, was Musik angeht. Ich bin ja nun nicht mehr so ganz jung und interessiere mich einfach nicht mehr so ständig für Musik wie früher. Also wie ich noch 20 oder 30 war, da wusste ich genau, was im Moment läuft und ob mir das gefällt oder nicht. Aber so die Leute, die jetzt so zwischen 20 und 30 sind, wisst ihr das, wollen die denn überhaupt noch sozialkritische Texte oder wollen die, wie ist das im Moment aktuell bei jüngeren Leuten? Also die Leute, die sich wirklich, die sehr, ich meine, ihr, also Leute, die Musik machen, interessieren sich natürlich auch im höheren Alter noch für Musik, aber ich spreche jetzt wirklich so von der Generation und das ist ja wahrscheinlich auch die Generation, die am meisten CDs kauft oder heutzutage lädt man sich das ja runter, also so zwischen 20 und 30 würde ich sagen, ne, oder? Genau, also Musik wollen die auf jeden Fall hören, glaube ich. Was sie zu unserer Musik sagen würden, weiß ich nicht, denn sie sind selten bei Konzerten. Und wir haben ja gerade eine neue, also die Altersgruppe meine ich, und wir haben ja gerade eine neue CD gemacht, Ermahnung und Erbauung. Und ich würde mal so sagen, für mich in meinem musikalischen Dasein, die meisten CDs verkaufe ich an Menschen, die sagen, das sollten meine Kinder oder meine Enkel mal hören, kaufen die. Ich sage, ja, das finde ich auch. Sage ihnen dann manchmal auch fairerweise, dass sie es auch alles im Internet anhören können. Und das heißt, wenn es die Kinder erreicht, dann entweder über die Eltern oder tatsächlich auch übers Internet, weil natürlich gerade für jemanden, der eigene Musik macht, weißt du, wenn ich eine Johnny Cash Coverband hätte, wäre das anders, aber mit eigenen Texten ist ja nicht nur sozusagen das Kommerzielle eine Währung, sondern auch die Reichweite. Wie viele Menschen erreichst du sozusagen, die potenziell vielleicht nicht zu deinem Konzert gegangen wären, aber durch dieses und jene Fügung dann doch zu deinen Liedern, zu deinen Texten gekommen sind und deswegen über Reichweite geht natürlich viel im Internet. Dass davon jemand von reich wird, ist auch klar.
Aber also ich weiß nicht, wie alt du bist, aber ich würde mal schätzen, irgendwas zwischen 20 und 30 und das müsste ja irgendwie so deine Altersgruppe sein, ne? Oder? Man merkt sofort, wenn ich morgens ausschlafen kann und nicht mit den Kindern aufstehen muss, dann wirklich gleich jünger und vitaler. Ja, also nee, ich bin 33, ja, aber. Ja, aber das ist ja, das meinte genau. Ich, also die Spanne meinte ich so, ne? Ja, ja, genau. Nee, nee, das ist schon auf jeden Fall ein Thema für die Spanne, aber ich glaube, sie hört einfach wirklich stilistisch andere Musik und ob die auch inhaltsschwanger ist oder nicht oder ob die einfach nur Blabla macht, glaube ich, ist von Genre zu Genre völlig unterschiedlich und da findest du diese und jene Vertreterinnen und Vertreter, die das machen und genau, also ich glaube schon, dass es die auch in anderen Branchen, Genres gibt. Hm, okay, also es ist nicht mehr wie früher, so in 80er, 90er Jahren, da hatten wir ja Punk und dann hatten wir Rock und da gab es dann aber auch kein Crossover. Also man hörte entweder, war in der Ecke, wo man Punk hörte oder man hörte so diesen Old-Fashioned Rock und dieses ganze Hippie-Zeug. Also das ist heute nicht mehr so streng getrennt. Ne? Man hat da irgendwie, man ist da etwas... Ich kann dazu nichts sagen. Ich okay. Bin auch nicht mehr der Jüngste und habe keine Ahnung, was die Jungs... Dann lass mal hier das... Es ist natürlich völlig diverser, also subjektiv gefühlt ist es diverser. Ich glaube, zwei Faktoren spielen da rein. Einmal die Reichweite. Du kannst eben mit ziemlich wenig Geldaufwand, was früher nicht war, wenn du willst, das Internet damit voll tapezieren, sage ja, ich stimmt, mal, mit deiner Musik. Und das andere, was halt viel leichter geworden ist, wenn ich das aus irgendwelchen Dokus und Filmen richtig verstanden habe, war es halt früher ein großer technischer Aufwand, wie auch finanzieller Aufwand, eine CD, eine Schallplatte, eine Kassette aufzunehmen, Riesenstudios und so weiter. Heute kann jeder Teenie, der halbwegs irgendwie gerade ausgucken kann, in seinem Kinderzimmer Lieder basteln, sage ich mal, am Computer. Ach, das geht. Und das ist, glaube ich, mittlerweile auch ohne großen finanzielle Aufwendungen möglich. Wenn du daran interessiert bist, wenn du damit auch aufwächst mit dem Medium Internet und Computer und Schnittstelle und so weiter, da geht auf jeden Fall sehr, sehr viel, was sozusagen die Vormachtstellung von großen Tonstudios, die halt sich Bands einladen, um ein Album zu produzieren, die es immer noch gibt mit Sicherheit, aber dem eine viel niedrigschwelligere Art und Weise anbietet, was auch immer in dem Kopf ist, ins Internet zu bringen. Aber da fragt man sich ja bei der Konkurrenz, also das heißt, wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, dass so viele Leute zum Beispiel in Berlin Musik machen, die können dann also theoretisch mit ein bisschen Geschick, oder man kennt ja dann wahrscheinlich jemanden, der es kann, können die ihre Songs auch ins Netz stellen. Es ist ja Wahnsinn, sich bei der Konkurrenz dann irgendwie durchzusetzen, oder? Wie macht ihr da auf euch aufmerksam? Also das stelle ich mir total schwierig vor. Also ich glaube, Live-Spielen ist ein ganz großer Faktor, ja, okay. Sich den Leuten vorzustellen, ist ein ganz großer Faktor. Das Internet wird sicherlich auch über die eine oder andere Weise bedient hier, in erster Linie von Lari. Ich selber bin da ja auch so ein bisschen negativ eingestellt. Ich finde jetzt aber auch, dass die Qualität der Musik sehr nachgelassen hat. Also es muss nach 30 Sekunden muss der Refrain kommen und es muss knallen, weil diese Klickzahlen halt auch so ausgeschüttet werden, dass die Leute draufbleiben. Mhm. Und von daher hat sich das von meiner Seite her zumindest musikalisch sehr schlecht entwickelt. Es ist zwar die Möglichkeit da, dass man jetzt günstig und schnell was hochladen kann und produzieren kann, aber ob das immer alles gut ist, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob wir gut sind. Es hat auch jeder das Recht zu sagen, das gefällt uns nicht, was ihr macht oder so. Nee, das ist ja immer so mit aber, allem. Ne? So grundsätzlich glaube ich schon, dass man vielleicht wieder ein Stück zurückgehen sollte, was diese also ganze Sache betrifft. Also ihr bewertet das jetzt oder seht es nicht so positiv, dass jeder, der eine Gitarre halten kann, jetzt sich da im Internet produzieren kann? Nein, 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 nein. So, also ich wollte zumindest so nicht verstanden werden, weil ich finde es wunderbar und genial, wenn alle Leute machen können, was ihnen kreativ über den Weg läuft und sich austoben können und wild unterwegs sind und die sollen das alle machen, die sollen das alle bloß machen und am besten noch viel, viel mehr. Also ich bin eher jemand, ich denke dann eher, die Leute sollen Kunst machen, bis sie umfallen, bis sie das bedingungslose Grundeinkommen endlich kriegen und dann alle Kunst machen können und zwar malen und Musik machen und schreiben und hast du nicht gesehen. Das finde ich überhaupt nicht schlecht, in keinster Weise. Natürlich ist das eine Riesenkonkurrenz und reich wird man damit nicht im Normalfall, aber das war ja auch schon immer so. Ja, reich wurden nur die paar Leute, die zufälligerweise zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Ecke unterwegs waren. Ich gehe davon aus, dass es auf der Welt 70.000 wunderschöne, geile,
Supergitarristen gibt, von denen noch kein Mensch irgendetwas gehört hat und die auch nie irgendjemand hören wird. Aber die machen trotzdem geile Sachen und das ist gut. Gibt es denn überhaupt noch, weil früher hieß es ja, ich weiß nicht, ob da, ja, oder ich dazu noch, sagen, ja, also, ich sehe das auch als absolut basisdemokratische Möglichkeit sozusagen, sich selbst zu verwirklichen, also audiotief, auch mit Video, das geht ja weiter als jetzt nur Musik oder so, ich finde das auch klasse. Aber ich noch was sagen wollte, ist zu dem Wort Konkurrenz sozusagen, ich finde es gar nicht wirklich eine Konkurrenz, also in dem Genre, in dem ich unterwegs bin, in dem wir Konzerte buchen, veranstalten, angefragt bekommen und so weiter, ist es ein ganz großes eher Hin- und Herschubsen und eingehakter Freundeskreis als das Hauen und Stechen. Klar gibt es dann auf Festivals die Frage, wer spielt 20 Uhr und wer 16 Uhr. Da gibt es natürlich eine Konkurrenz um die besten Slots, aber es ist vor allem ein ganz großes Miteinander, ein sich darüber im Klaren sein, dass man in der gleichen Suppe, im gleichen Boot sitzt. Und aber das ist ja gut, ne? Das würde ich nicht als Konkurrenz, sondern wirklich als eher also das Nest, aus dem ich komme, heißt die an den Flügeln gepiersten Tauben. Das ist eine Telegram-Gruppe mit ungefähr 50 Musizierenden, die sich zum Teil Konzert, Veranstaltungslocation, Veranstalter weiterleiten, die sich andersweitig schützen, Hilfe leisten, gegenseitig Songs gegenhören, ob die cool sind oder wie auch immer. Ich sehe das eher als großes Miteinander, als Konkurrenz, was dem einen nicht gegönnt wird wie dem anderen. Finde ich gut. In der Suppe, in der wir so unterwegs sind. Finde ich gut, weil wir hatten ja im Sommer schon mal hier Bekannte von dir, auch eine Band. Und ich kann mich erinnern, dass sie gesagt haben, also die hatten über diese Reihenfolge bei Festivals gesprochen, dass es da irgendwie, dass es da eine Hackordnung und, gibt und dass jeder da irgendwie gucken muss, wo er sich einsortiert. Aber das hört sich ja gut an. Wie ist denn das? Früher war es ja irgendwie so, dass Nonplusultra, wenn man dann ein Label gefunden hat, ist es heute noch so, ne? Man kann auch ohne Label, oder? Ja, man kann self-made labelmäßig unterwegs sein. Ich glaube halt, je nachdem, wie man die Musik machen will oder was da auch sozusagen, wie man sich aufstellen will, ist halt bei der ganzen Geschichte, CD-Anmeldung, GEMA, Rechte, Kiste und so weiter. Mhm. Da ist es natürlich hilfreich, so ist es bei mir und uns, eine Telefonnummer zu haben mit der netten Stimme am anderen Ende, die weiß, was zu tun ist oder wie die Anmeldung läuft oder ob man dieses und jenes. Wir wollten zum Beispiel mal eine alte Melodie auf Album bringen und waren uns nicht sicher, dürfen wir das oder ist es schon traditional, gehört die quasi noch irgendwem? Und da ist es natürlich schon gut, da ein, ich sag mal, von hoffentlich professionsgetragenes Unternehmen an seiner Seite zu wissen, was es nicht zum ersten Mal macht, aber es geht definitiv auch ohne. Habt ihr denn ein Label oder macht ihr selber? Wir haben ein Label, wir haben sowohl Menschen, die für uns diese ganze GEMA-Geschichte und so weiter machten, als auch wir haben ein Label, die für uns, wo wir das neue Album aufgenommen haben, zum Beispiel Tobias Thiele, Red Hat Music heißt das, die so ein bisschen uns versuchen zu unterstützen und eben mit uns die Alben produzieren, uns auch andersweitig auf dem Schirm haben. Und genau, das gibt es schon, Menschen sozusagen, die uns da pushen. Also wenn man Label hat, wird man dann auch zu bestimmten, ich sag mal, irgendwie größeren Festivals eingeladen. Da hat man wahrscheinlich ohne Label nicht so Chancen, oder? Das hängt von dem Label ab, würde ich sagen. Wir werden zu genau den richtigen Festivals eingeladen. Das sind nicht die größten, aber die besten. Aber nein, das hängt natürlich davon ab, was das Label selbst für Kontakte, auch für eine, ich sag mal, Stoßrichtung, Zielrichtung hat. Okay. Also was deren Ziel, Wunsch ist, mit ihren Künstlerinnen und Künstlern zu machen. Aber wenn man kein Label hat, dann kümmert man sich als Band selber drum, hat man da Chancen? Wahrscheinlich eher nicht, oder? Zu den guten Festivals eingeladen zu werden? Hängt von den Klickzahlen im Internet ab. Wie Mimi sagt, natürlich, ja, schick mal ein Video, schick mal ein Live-Video, habt ihr irgendwie was online oder wie auch immer, das natürlich. Und es hängt vor allem davon ab, irgendwie, wie viel du neben dem diensttäglichen Proben-Turnus halt dich an Computer hockst, an E-Mails schreibst, eben an Netzwerken, in Telegram, Mensch, wir sind in Aachen, kennt irgendjemand eine Location in Aachen, da waren wir noch nie. Also wie viel nachgehende Arbeit du machst, ist natürlich davon erheblich, wie viele Leute dich auch sagen, ohne Empfehlung zu Gehör bekommen. Also richtig ein zweiter Job, ne? Ja, je nachdem, wie man es machen will. Man kann einfach warten und die Telefonnummer ins Internet stellen und hoffen, dass jemand anruft. Das ist auch eine Möglichkeit. Da gibt es kein Schwarz-Weiß. Da sind also ja einfach, wie viel nachgehende Arbeit du machst, wie du da aufgestellt bist. Aber die Scouts von den großen Labels, die sind im Internet unterwegs und gucken nach Videos, oder? Die sind zwischen 16 und 18 Uhr auf rockradio.de und schreiben hoffentlich fleißig mit. Nee, aber sag hallo, mal. Hallo Scout. Sag mal, die sind im Internet und gucken bei YouTube nach unbekannten Gruppen oder, also ihr seid ja jetzt nicht mehr unbekannt, aber so, wenn sie wirklich auf Entdeckungstour sind oder wie machen die das, wisst ihr nicht, oder? Ich weiß es nicht. Also es gibt auch
irgendwelche Labelchefs, die haben ihre Leute auf der Straße getroffen oder so. Also habe ich auch schon öfter, ne? Also hört man ja ganz oft. Ne? Ist im Moment auch so ein Trend, dass jeder irgendwie mindestens ein halbes Jahr Straßenmusik gemacht hat vorher oder so. Also ich weiß es nicht. Also sie gucken sicherlich auch im Netz, aber vielleicht kriegen die auch immer noch waschkörbeweise Demo-CDs und so und sortieren da aus. Aber das habe ich auch schon ein paar Mal gehört, dass jener und diese und jener, dass sie ursprünglich auf der Straße gespielt haben und dann entdeckt worden sind, weil die Scouts auf der Straße speziell nach Musik gucken. Wir haben ja zum Beispiel diesen, ich weiß gar nicht. Deswegen ist es übrigens auch so wichtig, immer jeden Dienstag zu proben mit Tets, weil dann fällt frühzeitig auf, wenn er auf einmal nach Amerika abdampft, weil er auf der Straße entdeckt wurde, dass ich sofort hinterher kann. Wir haben zum Beispiel diesen Flohmarkt, Mensch, wie heißt der noch? Da ist doch diese Freilichtbühne hinten total gut vorbereitet, in Mitte, diesen Markt mit der Freilichtbühne, den kennt ihr doch bestimmt, ne? Der ist immer sonntags, der ist an der Bernauer Straße, das ist ein großer Flug. Ja, genau. Und da ist ja immer sogenannt Karaoke, aber es ist ja im Grunde nicht Karaoke. Also ich bin im Sommer manchmal da und höre mir an, was da dargeboten wird. Es ist ja im Grunde kein Karaoke, sondern es treten ja mittlerweile auch Bands auf. So ist das irgendwie, ich habe immer das Gefühl, das ist mittlerweile so ein Talentwettbewerb da. Ja, Freunde von mir, Dance Depot, haben das schon gespielt, auf jeden Fall. Ich kenne das natürlich auch über diverse Internetformate, die das gestreamt haben, oder ein Foto oder ein Kurzvideo oder wie auch immer. Mhm. Da ist die Hölle los, wenn ich das richtig von außen mitbekomme, ist es auch alles halbwegs selbst organisiert. Also autark, okay. Ja, also die bringen ihre Technik mit und treffen so eine Absprache, sage ich mal, irgendwie, wann, wer, wo, wie lange und wer der Nächste ist und so. Mhm. Ja, das macht total Gaudi. Und was ich halt schön finde an der konkreten Veranstaltung Mauerpark, es ist ja auch ziemlich bunt gestreut. Also was da an Mensch dann auf die Bühne geht und macht, ist ja wirklich ganz bunt. Also einfach. Ich finde das auch, ich finde das vor allem schön, die Veranstaltung, weil jeder hinkommen kann, ohne Eintritt zuhören kann und ich denke mir, als junge Band kann man sich da natürlich gut ausprobieren, ne? Je nachdem, wie viele Leute applaudieren. Also ich gehe da auch gern hin, aber hatte in letzter Zeit das Gefühl, dass es sehr kommerzialisiert worden, weil das war so vom Ablauf so straff organisiert, dass sie das selber gemacht haben. Das erstaunt mich wirklich. Ich dachte, da steckt jemand hinter, der das alles gut durchorganisiert. Sicher bin ich mir nicht. Aber also ich bin jetzt zum Beispiel auch leidenschaftlicher Straßenmusiker. Und ich habe so den Eindruck, dass unter den Straßenmusikerkollegen ein unheimlich faires Verhältnis besteht. Also man hat immer grundsätzlich eine halbe Stunde Zeit zu spielen, dann muss man den Platz verlassen und dann kommt die nächste Band. Die sind sehr kollegial, also anders als jetzt in der Hardrock-Szene, wo dann jeder irgendwie zeigen kann, was er hat und den Platz auch nicht hergeben möchte. Also die Straßenmusikerkollegen untereinander, ist zumindest meine Erfahrung, sind sehr fair. Okay, dann ist es vielleicht wirklich selbst organisiert und die kriegen das alle so gut hin, ne? Kann möglich sein. Also mir gefällt das da auch immer ganz gut, muss ich sagen. Gut, ja, jetzt haben wir Blabla gemacht. Jetzt würde ich sagen, also war ja interessant, jetzt würde ich sagen, wir wollen natürlich jetzt noch ein Stück von euch hören. Und erzählt doch kurz, was ihr spielt, von welcher CD und macht mal. Wir haben eine neue CD gemacht, Ermahnung und Erbauung. Und da haben wir drei uns überlegt, die wir hier sind, aufgenommen zu viert, noch mit einem Basser, dass wir drei mit dem Vanya, dem Guten, dass wir drei uns, die heute hier sind, uns jeweils ein Lied von wünschen können. So sieht sie aus, Ermahnung und Erbauung. Es ist, vielleicht kann ich das erzählen, Felix Steinhoff macht seit vielen CDs das Layout. Das sieht man ihnen auch an. Ich glaube, Lariismus nicht, aber sonst glaube ich alle, die da auf dem Tisch liegen, hat Felix gelayoutet. Das ist diesmal, hat uns Felix nicht gereicht, ein KI-generiertes Bild vorne drauf, ein individuelles Bild, so gibt es das nie wieder und so schön kann künstliche Intelligenz sein und Ermahnung und Erbauung heißt es und da haben wir drei uns jeweils ein Lied ausgesucht und ich weiß nicht, von wem ein fauler Kompromiss kam. Von mir, genau, richtig, stimmt, ein fauler Kompromiss kam von mir, denn das spielt ihr jetzt? Das spielen wir jetzt, genau, okay. Das Lied, was es kommt. Das ist mein Lieblingslied. Das ist eigentlich ein zu spätetes Lied. Es hätte schon längst da sein sollen, denn es heißt genauso wie das Album, was wir davor veröffentlicht haben, ein fauler Kompromiss. Und wie das so mit den Nachzüglern ist, durften die noch ein wenig Nestwärme in unserem Proberaum genießen und haben sich jetzt aufgemacht auf das nächste Album, Ermahnung und Erbauung. Und da hört ihr jetzt den Song von Ein fauler Kompromiss hier live auf rockradio.de. Es springen die Massen hektisch auf und greifen zu den technischen Geräten. Ich werde diesem Hype folgen und mich auch an meines begeben und wünsche viel Spaß beim Lauschen des nun folgenden Werkes Ein fauler
Kompromiss. Und ich darf noch mal eben sagen, bevor es losgeht, anders als sonst bleibt die Musik dieses Mal im Film. Also wenn ihr jetzt live zuhört und noch mal hören wollt, dann könnt ihr den Film ab Dienstag im Kanal von Kiekema Film Berlin, könnt ihr euch den noch mal angucken. Und da bleibt die Musik dieses Mal drin. So, und jetzt hören wir was. Ready to take off. Ich schau auf mich, nicht ins Gesicht. Was kümmert mich der Rest der Welt? Ich mache nur, was mir gefällt. Hurra! Solange ich es mir leisten kann, stell ich mich wieder vorne an. Hurra, hurra, hurra. Denn erst komm ich, dann lange nichts. Und selbst Betrug wird mir zur Pflicht. Hurra, hurra, hurra. Wir drehen jetzt die Uhr zurück, damit es niemals morgen wird. Hurra, hurra, hurra. Der Gott heißt Geld, die Kirche Web, Ted sagt seit Jahren, so ein Gerät. Hurra, hurra, hurra. Der Mensch, das ewig dumme Tier, wird irgendwann sich selbst zerstören. Hurra, hurra, hurra. Denn fressen, kaufen, haben wollen, das werden wir nochmal bereuen. Hurra, hurra, hurra. Kein Haus mehr stehen, hurra, ein fauler Kompromiss. Wenn jeder an sich selber denkt, kommt jeder das, was er verdient. Hurra, hurra, hurra. Lassen wir uns richtig gehen, wird morgen hier kein Baum mehr stehen. Hurra, ein fauler Kompromiss. Ich hab keine Angst vorm Fegefeuer, der Einzelplatz war extra teuer. Hurra, hurra, hurra. Und Umweltschutz, Nachhaltigkeit, was wäre das für eine Zeit? Hurra, hurra, hurra. Und unsere Enkel wissen dann von uns als Erbe Untergang. Hurra, hurra, hurra. Denn lassen wir uns richtig gehen, wird morgen hier kein Baum mehr stehen. Hurra, ein fauler Kompromiss.
Gut. So, warten wir mal, bis die Jungs alle wieder am Tisch sind. Wer zuerst da ist, kann was zum Song sagen. Ach, bist du da jetzt? Daran so, Larry, du hast das Mikrofon, sag was zum Song. Ja, ein fauler Kompromiss. So fühlt man sich tatsächlich oft, wenn man sich selbst nur lang genug in den Spiegel schaut oder auch die Gesellschaft, in der wir uns befinden, genäher betrachtet. Dann fällt einem doch recht schnell auf, dass das, was wir versuchen, uns zur Selbstberuhigung einzuflößen, an vielen Stellen doch ein fauler Kompromiss ist. Gut, das ist eine gute Überleitung. Ich habe die Sendung ja so angekündigt zum Thema Wedding, Bezirk Wedding in Berlin. Da kommen wir, während ihr gleich redet, hole ich euch noch was zu trinken. Wir kommen zum Wedding in Berlin. Also du hast mir gesagt, du bist im Wedding geboren und aufgewachsen. Bei dir weiß ich nicht. Du bist aus Lübeck. Lübeck kenne ich auch, aber... Aber ich bin gefühlter Weddinger. Okay, gut, dann kannst du auch was dazu sagen. Weil der Wedding ist ja sehr in Verruf gekommen, war ja früher ein Arbeiterviertel, der Rote Wedding. Und mittlerweile ist er als Gangsterbezirk in Verruf gekommen. Und vielleicht erzählt ihr mal, während ich euch was zu trinken hole, erzählt ihr einfach mal so, wie es denn da wirklich ist. Oder erzähl doch vielleicht auch mal, wie es ist, da aufzuwachsen. Das ist ja vor allem erstmal interessant. Und dann kommen wir zur Gegenwart. Ja, ja. Wie ist es da aufzuwachsen? Ich bin nur einmal aufgewachsen und das bin ich im Wedding und das bin ich, glaube ich, sehr gut. Ich bin tatsächlich dann, wenn ich in Stress geraten bin, weil ich betrunken in der Ringbahn eingeschlafen bin und mein Handy geklaut wurde, dann war das nicht im Wedding. Ich bin auch nie abgezogen worden oder irgendwie um Leib und Leben gebracht worden im Wedding. Ich bin da sehr behütet aufgewachsen. Es ist halt so, ich glaube, das ist aber generell für Berlin typisch. Es ist halt so eine Insel. Es ist ein kleines Dorf, wo du irgendwie deine Einkäufe, Arztbesuche, Gänge, die du zu gehen hast, machen kannst und bleibst da trotzdem in Jogginghose und triffst Leute auf der Straße, so wie ich mir Kleinstadtleben vorstelle. Und dennoch ist da die große Müllerstraße, die U6, die U9 oder die Ringbahn, die dich auch ganz schnell in aller Ecken der anderen Bezirke bringt, von Berlin bringt. Und kann ich den Wedding für mich eigentlich wirklich nur, was ich so toll am Wedding finde, du musst dir echt Mühe geben, um negativ aufzufallen. Also die Toleranz oder auch die Leck-mich-am-Arsch-Haltung ist da sehr, sehr hoch. Du kannst erstmal so sein, wie du bist. Wenn du ein Arschloch bist, dann wird dir das auch bestimmt gesagt. Aber du kannst erstmal ziemlich dein Ding machen. Und es ist vor allem eine ganz, ganz krude Mischung. Du hast die Geschichte angesprochen von damals bis heute. Die Mischung sehe ich so ein bisschen aufgrund der Diversitätsthematik in Gefahr, wenn es monothematisch sozusagen nur noch um Geld und teure Wohnungen geht. Aber der Wedding hat vor allem eine ganz, ganz, wie ich finde, besondere Mischung, so wie ja eben dieses Kleinstädtische im Weltstädtischen, dieses ein bisschen... ich will jetzt auch aufpassen, welche Adjektive ich verwende, sozusagen, dass mir das nicht im nächsten Interview negativ gereicht wird, aber ich mag einfach das sehr Kiezige, das sehr Urige und dass da die Menschen mit all ihren Themen Platz finden und sich den Platz nehmen auch und manchmal auch erstreiten müssen. Aber nichtsdestotrotz sehe ich den Wedding so, wie ich ihn kennengelernt habe, in Gefahr. Da kommen wir schon in der zweiten Halbzeit noch genauer drauf zu, auf ein, zwei Geschichten. Aber genau, also der Wedding als solches, vielleicht ein letzter Satz noch zum Wedding als solches. Wir sind ja viel mit der Musik unterwegs und da bin ich sehr dankbar für, auf Menschen und Orte zu treffen, die man sonst, auch wenn ich da mit der Familie im Urlaub hinfahren würde, so nicht kennenlernen würde. Und ich habe da auch oft schon den Wedding kennengelernt außerhalb des Weddings. Also es gibt bestimmt auch mehr als ein Wedding in Lübeck, sogar im Frankenland. Also wirklich über die Bundesrepublik habe ich das Gefühl, was ich im Wedding habe, auch an anderen Orten gespürt. Also was ja im Wedding besonders ist, du hast es gerade kurz angesprochen, da kommen wir vielleicht noch zur Gentrifizierung. Wir haben zum Beispiel im Wedding Gebiete, da ist einerseits Gentrifizierung, zum Beispiel Leopoldplatz, ist ja, kennt wahrscheinlich jeder, der in Berlin ist, weil es immer wieder in den Nachrichten ist. Also Leopoldplatz trifft sich die Drogenszene einerseits und auf der anderen Seite sind rundherum schon gentrifizierte Cafés und die Mieten sind auch schon unheimlich gestiegen, die Wohnungen sind teuer, da wohnen auch schon Leute, die sich sowas eben leisten können. Ich weiß nicht, gibt es sowas nur in Berlin, weil du gesagt hast, den Wedding gibt es auch, aber gibt es das wirklich nur, nicht nur in Berlin, dass einerseits, also dass das so nebeneinander existiert? Was glaubst du?
Weil es ist ja noch nicht mal in Kreuzberg so. Also in Kreuzberg kann man ja sagen, Kreuzberg ist durchgentrifiziert. Ich weiß nicht, also ich bin in Kreuzberg und Neukölln aufgewachsen und 2009 konnte man da nicht mehr leben. Da war es durchgentrifiziert. Da ist eigentlich nur noch Partyvolk und sonst nichts mehr. Ne? Also da sind aber auch keine, ohne das jetzt schönreden zu wollen, aber da sind auch keine Drogenpunkte mehr, außer am Cottbusser Tor, aber das wird ja jetzt auch alles irgendwie platt gemacht. Da ist Wedding schon besonders, oder? Ne, ich glaube, Wedding hatte ja ähnlich wie Kreuzberg bis 89 die Situation, dass es West-Berlin war, aber so nah an der Grenze zu Ost-Berlin war, dass es für viele sich selbst als Mittelschicht wahrnehmende Bürgerinnen und Bürger, die es leisten konnten, nicht erste Wahl war und dann nach 89, 90 einen krassen Katapult quasi in die Mitte bekommen hat. Jetzt sind wir ja Teil des Großbezirks Mitte, der Wedding. Und genau, das, also meine erste Anstellung, die ich lohnsteuerpflichtig hatte, hatte ich im Bezirk Mitte am Hackeschen Markt. Und ich bin nach Tarifvertrag Ost bezahlt worden. Ich bin 5 Stationen mit der U-Bahn gefahren von Wedding nach Oranienburger Tor. Diese Fahrt wäre vor 89, vor 90 nicht möglich gewesen. Und also der Wedding liegt hart auf der Narbe sozusagen der Stadt. Mhm. Und das, glaube ich, war bis 89 sozusagen Rand West-Berlin sozusagen. Wenn der Russe kommt, dann kommt er bestimmt über Wedding, so nach dem Motto, oder über Kreuzberg. Und das gilt jetzt natürlich nicht mehr. Und genau, Kreuzberg würde ich auch so sehen, ist zu spät sozusagen, da den Kampf zu kämpfen, was die Kreuzberger oder die Kiezmischung oder wie immer man es nennen will, die ist da, glaube ich, so nur noch in Bildern vorhanden oder in Geschichten der Menschen da vor Ort. Das gleiche Thema ist beim Wedding auch so, weil er eben massiv in die Mitte gerückt ist mit dem Bau der S21, Hauptbahnhof Wedding, eine Station. Der BND quasi ist vor die Türe von Pullach ja in den Wedding gezogen oder nach Mitte, Altmitte, aber in die Grenze, Reiningdorfer Straße, Wedding. Also er rückt einfach tatsächlich mehr in das Zentrum dieser bundesdeutschen Hauptstadt mit all den positiven und negativen Veränderungen, die es mitbringt. Wohnst du noch im Wedding oder bist du schon ausgesiedelt sozusagen? Nee, ich hätte ausgesiedelt werden müssen, denn wir wohnen zu viert auf sehr wenig Quadratmetern, aber das sehr günstig und fair. Wir mieten bei der Kirche und deswegen haben wir da ein, würde ich sagen, etwas Gutes im Schlechten gefunden, wenn du so willst, auf dem Berliner Wohnungsmarkt. Deswegen wohnen wir noch im Sprengelkiez, ja, tatsächlich. Genau, viele Menschen nicht mehr. Ich hatte es vorhin schon angedeutet, die meisten der Kneipen, Bars, Locations, ähnlich wie hier vielleicht von der Größe her, in denen ich so angefangen habe, mit das Larifari früher Quatsch zu machen, da war immer der Deal, du kannst umsonst den Abend trinken, alles außer harten Alkohol und darfst am Ende des Abends einen Hut rumgeben. Und da haben wir sehr, 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 sehr viele Abende und Nächte bestritten. Ich kann mich auch nicht mehr an alle ganz detailliert erinnern, aber diese Kneipen gibt es einfach nicht mehr. Nee, was aber nicht die Aussage ist, dass es keine Kneipen mehr gibt, der Raum ist weiterhin Gewerberaum. Aber das Gewerbe, was da stattfindet, ist nicht interessiert an höherem Blödsinn von das Larifari oder LUDP. Nee, ich kenne, also ich wohne nicht so weit entfernt, aber ich kenne ein paar Leute, die da am Leopoldplatz wohnen und zwar zu gesalzenen Mieten und ich kenne die Cafés da und das ist einfach, also gerade um Leopoldplatz rum, das erstaunt einen immer so, das ist voll. Und da muss ich dann zum Beispiel nicht rumgehen mit einem Flyer und einer neuen CD, hey, ich bin ein cooler Typ, nee, von um die Ecke, gerne mal irgendwie 3 Songs spielen. Nee, das. Im Kralle. Es gibt die Insel noch sozusagen, die Bastion, das Café Kralle, was Tetz anspricht. Ich habe mittlerweile eine Schwierigkeit, mein Freundeskreis natürlich auch so, die alten Kiezkneipen noch aufrechtzuerhalten, die Eckkneipen zum Dicken und Magendoktor und wie sie alle heißen. Aber da hat man manchmal so ein bisschen diese Zoo-Problematik, dass man nicht genau weiß, ob man angeguckt wird oder selbst schon gafft. Und das ist auch schwierig sozusagen, weil man da sagen, nicht, man fühlt sich oder man kann sich schnell als Eindringling fühlen sozusagen und in ein Refugium, was nicht für einen geschaffen ist oder wie auch immer. Also es ist schwierig, es ist wirklich schwierig, was in Berlin mit, im Wedding, in Berlin generell, aber im Wedding mit den Ausgehmöglichkeiten so passiert. Wie siehst du das so als Aussicht? Wird es genauso wie in Kreuzberg? Nein, weil es der Wedding ist. Also, ich viel zu lange überlegt. Nein, natürlich nicht, weil es der Wedding ist. Aber die Thematik, also ich glaube, der Werdegang zeigt schon gewisse, an manchen Stellen Parallelen auf. Ist jetzt nicht völlig miteinander vergleichbar, aber zeigt Parallelen auf. Aber ich glaube, dass der Wedding sich fundamental anders entwickeln wird, weil unser Proberaum da ist, weil ich mich da auskenne und 2-3 Leute beim Namen kenne, bin ich mir sicher, wird dem Wedding ein ganz anderes Schicksal ereilen als Kreuzberg. Und das wäre? Ein besseres. Okay. Eindeutig ein besseres. Also ja, man hofft es ja, ne? Irgendwie, also es ist, wie gesagt, es ist, ich habe das Gefühl, gefühlt stündlich ändert sich da was. Also wenn man alle paar Wochen kommt, dann ist da wieder ein Café aus dem Boden geschossen und also es ist,
Ich bin auch seit 86 in Berlin und habe auch noch das andere Berlin erlebt. Und da ist das natürlich deprimierend, ne? Wenn man sich das so anguckt. Aber gut, zum Wedding hier noch. Oder wir können ihn ja mal fragen, wie sieht es in Lübeck aus, die Entwicklung? Also da, ich habe da auch mal gewohnt, Hamburg-Lübeck. Und ich kenne noch da, das war Hamburg jetzt, Grünspan, solche Kneipen von früher. Die gibt es noch. Den gibt es noch? Ja, ja, den. Und Grünspan in Lübeck gab es den Kaisersaal, da waren wir früher den auch. Den gibt es nicht mehr. Den gibt es nicht mehr, okay. Das waren also noch so Kneipen, von denen ich mir schon gedacht habe, dass die völlig out sind. Grünspan mussten wir heimlich hin, weil unsere Eltern haben das natürlich strikt verboten, dahin zu fahren. Das war so, also in Grünspan zu gehen, das war so damals die Sensation. Da haben wir die 17 Hippies gesehen, ja. Kann ich mich noch erinnern, wie ich zum ersten Mal da war mit 15 oder so. Ich dachte, ich bin in einer anderen Welt. Ich war völlig high. Und dass es den noch gibt, das ist ja fantastisch. Ja, den Grünspan gibt es noch und es gibt natürlich auch noch die Markthalle und das Docks. Ja, aber wie ist es in Lübeck? Lübeck ist natürlich weitaus kleiner als Berlin. Ich glaube, es ist nicht mehr so groß wie der Wedding. Aber auch da merkt man, dass ganz viele Hamburger kommen. Und die kommen nach Lübeck. Die kommen jetzt nach Lübeck sehr viel, weil die Immobilienpreise in Hamburg halt wahnsinnig hoch sind. Und in Lübeck sind sie für meinen Geschmack auch noch sehr hoch. Aber es ist für einen Hamburger immer kein Problem. Die haben dann irgendwie ein bisschen mehr auf der Naht. Und es ist schon so, dass da auch sehr viel aus den alten Häusern auf der Altstadt, die Ureinwohner, will ich sie mal nennen, in Anführungszeichen, schon weg sind und man da was Schickes draus gemacht hat. Also es so. Sind ja unten in Lübeck, wer sich da auskennt, die Gassen, so Schlumachergasse, und das sind so alte Ganghäuser, und die sind ja mittlerweile, wie ich das letzte Mal da war, wir haben auf der Schlumacherstraße mal gewohnt, und da sind wir in so ein Haus reingegangen, und zwar da, wo wir gewohnt haben, wollten uns das angucken, da waren damals so völlig alte, schrottige Wohnungen drin, und da hatte jetzt einer das ganze Haus gekauft und sich da eine Wohnung draus gemacht und einfach, ja, eine Wohnung rausgemacht. Also solche Geschichten passieren auch in Lübeck, ne? Also ich habe auch bis vor 4 Jahren, glaube ich, noch in so einem Ganghaus gewohnt, was unheimlich schön war. Ja, fand ich auch. Wir haben in einem Hof gelebt, wir waren die Stirnseite des Hofes, und es war praktisch wie eine riesige WG. Die Leute haben alle am Hof gesessen, haben ihr Wein getrunken, ihr Bier getrunken, was auch immer. Egal, weil ich nachts nach Hause gekommen bin von der Mucke, da saß immer noch einer am Hof. Mimi, komm, setz dich noch mal ran, wir trinken noch ein. Und das ist leider alles ein bisschen kaputt gegangen, weil dann halt Leute auch ausziehen mussten, die das mit den kleinen Stiegen nicht mehr geschafft haben, weil sie älter wurden und all sowas. Und dann haben das Menschen gekauft, die dann halt nur noch Airbnb draus machen oder so. Ja, das oder heißt, eben sich eine riesige Eigentumswohnung aus dem Haus machen. Ja, ne? Also was in Lübeck ein ganz großes Problem war, wirklich dieses Airbnb. Das hat also sehr genervt. Also auch für mich als Anwohner, wenn dann morgens um 5 der Koffer da lang rollte, ja, okay, und Sonntag die Mülltonne voll war und ja, man selber mit dem Müll halt irgendwie wieder 2 Wochen warten musste oder so. Ne? Also im Grunde ein ähnliches Problem wie in Berlin, ne? Wo wir immer gedacht haben, oder ich habe immer gedacht, in Berlin ist es einfach so, weil Berlin eine Zeit lang so verschlafen war und jetzt kommt das so geballt auf einen zu. Aber wenn ich höre, in Lübeck ist es auch nicht besser. Ne? Also nein, ich bin eigentlich immer noch erstaunt, dass es in Berlin sogar hin und wieder nochmal günstigen Wohnraum gibt, wie Lara ja gerade sagte. Ich glaube, für diese Preise kriegt man bei uns in Lübeck gerade noch ein WG-Zimmer oder so. Ah, okay, gut. Oder nicht gut. Und zum Wedding noch, zu den Geschichtchen, zu den Dörnchen kommen wir noch. Aber erstmal so zum Wedding, wie er im Moment ist, so der Zustand und wie man sich da fühlt. Also ich komme nicht aus dem Wedding. Ich bin in West-Berlin geboren. Ah, okay. Und innerhalb von West-Berlin bis 89 in quasi jedem Bezirk einmal gewesen. Also auch mal nah am Wedding zumindest. Und habe so direkte Bezugspunkte zum Wedding eigentlich nur, weil ich einmal die Woche in den Übungsraum da fahre. Jedes Mal glücklicher wieder nach Spandau, West-Berlin zurück. Jedes Mal glücklicher, natürlich. Ach, nennt ihr den Wedding gar nicht West-Berlin? Anonymisieren. Okay. Aber was mir auffällt, ich wohne Spandau, du sagtest das schon. am Wedding fällt mir in erster Linie wirklich auf, wie wahnsinnig voll laut und wie kaputt so viele Leute sind. Ja, es sind einfach unwahrscheinlich viele kaputte Menschen da unterwegs. Ja, Spandau auch übrigens. Aber ach, Spandau auch?
Am Bahnhof, am Hauptbahnhof? Ich dachte mal, Spandau ist eher so ein bürgerliches Städtchen. So. Sobald du vom Bahnhof weg bist, ist Spandau unglaublich piefig, ist es kaum zu ertragen. Aber direkt am Bahnhof sind doch ziemlich viele kaputte Gestalten. Aber die Drogenszene im Wedding, die ist wirklich krass. Also da so am viele Leopoldplatz, Leute, ne? Ja, auch S-Bahnhof, Wedding, eigentlich quasi überall. Also du kannst keinen drei Schritte gehen, ohne dass du irgendjemanden siehst, der sich, weiß der Himmel, was reinpfeift gerade. Also es ist echt krass. Ich würde sagen, in dem konkreten Fall Drogenszene ist eine überregionale Drogenszene. Es sind jetzt nicht alle die Weddinger sozusagen, sondern das hat sich tatsächlich, als sie Bermuda-Dreieck ja auch bei der Polizeisprache, dieses Dreieck sozusagen in den U-Bahn-System wirklich als, ich sag mal, Treffpunkt für überregional anreisende Suchtkranke etabliert. Leider. Naja, das war ja früher auf der Potsdamer Straße und dann hat man ja gesagt, man räuchert diese Gegend aus, wobei ja ganz klar war, dass die Leute sich dann woanders treffen. Die Leute sind ja nicht weg, wenn die hier vertrieben werden oder auch Cottbusser Tor. Da haben sie jetzt natürlich auch so Wachen und ich weiß nicht was aufgestellt. Die Leute verziehen sich dann wahrscheinlich in Wedding. Ne? Also ist klar, ich wollte auch jetzt nicht sehr finster mies über die Leute herfallen. Nee, das habe ich auch nicht so verstanden. Dass das arme Schweine sind. Aber natürlich ist es krass. Es ist einfach krass. Ja, ja. Die Ballung ist krass im Wedding. Wenn man da mit Kind lebt, geht das irgendwie, Lari? Ich weiß nicht, wie du auf die Idee kommen könntest, dass ich Kinder habe. Aber wenn ich Kinder haben sollte, würde ich die mit denen also, auch im okay. Wedding aufwachsen. Alles gut. Nee, alles gut. Also du hast ja schon erzählt, ihr wohnt da zu viert. Ich genau, bin davon ja, aus, alles dass keine drei Frauen. Also drei Katzen. Aber also, okay. Nein, ist alles in Ordnung. Ja, man kann da gut mit Kindern leben, denn ich denke, also dass Kinder durchaus sagen, anpassungsfähige und wache Geschöpfe sind, die natürlich mitbekommen, was los ist, das kommunikativ zu begleiten. Unsere große Tochter hat sich zum Beispiel zu einem großen Event, was ihr wichtig war, da wurde quasi eine Art Kollekte gesammelt, gesagt, dass das an die Arbeit mit obdachlosen Menschen gehen soll. Also ja, es fällt ins Auge, ja, es ist Thema, aber ich glaube, dass wenn man das als Erwachsener gut kommunikativ begleitet, jetzt nicht der psychischen Entwicklung schadet, eher im Gegenteil, eher sensibilisiert. Ich wollte gerade sagen, also wie sich anhört, ja. Mhm. Für das, was wir haben, was anderen Menschen fehlt, was sozusagen auch möglich ist, gar nicht so weit von unserem Bettchen, in dem wir ins Bett gehen, sozusagen ganz andere Lebensrealitäten am Start sind. Und das macht, glaube ich, demütig und aber auch ein Stück weit sozusagen, glaube ich, schadet es den Menschen, den Kindern nicht. Okay, gut. Also ich schlage jetzt mal vor, ihr spielt noch ein Stück, weil wir haben die erste Stunde schon rum und dann kommen wir mal, ihr habt ja noch ein paar Geschichtchen aus dem Wedding mitgebracht, die wollen wir natürlich gerne hören, aber vorher noch ein Musikstück. Seid ihr einverstanden? Super. Ja, und zwar haben wir auf jedem unserer veröffentlichten Alben, es ist mittlerweile eine ganze Handvoll, immer ein Lied drauf, was irgendwie um das Thema Wedding kreist, aus gegebenem Anlass. Und so ist es auch auf dem aktuellen Album Ermahnung und Erbauung. Und da haben wir ein Lied geschrieben, das heißt Sprengelkiez, wo wir aufzählen wollten, die ganzen coolen Orte. Wir wollten quasi eine Art Touristenführer für unseren Teil des Weddings in Sprengelkiez rausgeben. Als das Lied fertig war und aufgenommen war, ist uns aufgefallen, dass wir mindestens 10 Jahre zu spät damit kommen, denn die meisten der Locations, die wir jetzt besingen, gibt es so nicht mehr. Dennoch schön, dennoch wichtig. Das ist ja gerade interessant, ne? So ist es. Dieses Stück heißt Sprengelkiez. Daheim, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Alle sind willkommen und keiner ist allein. Sprengelkiez im Wedding, so soll es immer sein.
Tafel stand. Hier kennt wirklich jeder jeden. Baden gehen am Pankestrand. Yoga, Studio und Trinker-Egg. Wedding bleibt halt. Sprengel-Kiez, fight back. Träume auf grauschwarzem Beton in der Milchmeergalerie spielen sie unseren Song. Bei Bikim am Späti machen wir die Nacht zum Tag. Am Kickertisch unschlagbar, Wedding bleibt hart. Auf dem Sportplatz Tischtennis und mit der Zukunft spielen. Im Ufercafé wieder jedes Maß verlieren. Ab durch den Kiez und ab durch die Nacht. Sprengel-Kiez im Wedding, du hast mich um den Schlaf gebracht. Doch was gestern war, interessiert heute nicht mehr. Aus Verkaufsspekulation und das Milchmeer bleibt leer. Die Leute von heute sind schon lang nicht mehr da. Und wo wirst du sein in ein paar Jahren? Leute, wir kommen jetzt zu dem, was ich schon angekündigt habe, nämlich zu ein paar Geschichtchen aus dem Bezirk Wedding. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, das war einst der Rote Wedding, also ein Arbeiterviertel. Und heutzutage ist es Multikulti und Clan-, Banden- und Kriminalitätsbezirk unter anderem, aber eben auch gentrifiziert, teure Wohnungen und so weiter und so fort. Also es gibt alles im Wedding und hier die drei werden uns jetzt vielleicht was erzählen, was wir noch nicht kennen. Wir werden sehen. Ich werde jetzt mal zwei Geschichten erzählen, die beide passiert sind, wo ich noch nicht auf der Welt war, aber die ich trotzdem ganz erwähnenswert finde für den Wedding. Okay, gespannt. Erstens gibt es ein Ehepaar bei uns im Wedding, gab es, die hießen Otto und Elise Hampel und die haben zu Hitlerzeiten gelebt und haben über 300 Karten, Postkarten letztendlich beschrieben, mit einfachsten Sätzen, um ihr Misswollen, ihre Ungunst gegenüber dem Hitlerfaschismus, als auch dem Zweiten Weltkrieg, dem aufziehenden, zu veröffentlichen, der Welt darzustellen. Und darf ich fragen, wo haben Sie die hingeschickt, die Postkarten? Die haben Sie abgelegt an öffentlichen Orten, an Bahn, an Tramstationen, in Aufgängen von so Ärztehäusern oder wo halt so Rechtsanwälte, Notare, wie sagt man, also Gewerbehäuser quasi in die Treppenhäuser gelegt, an Fahrstühle, die es irgendwie gab, an Tramstationen. Und genau, das ist das natürlich für Argwohn bei der NS-Diktatur gesorgt, den Ordnungsorganen da. Und die sind verfolgt worden, es wurden Karten angelegt und dann letztendlich wurden sie beim Ablegen, ich glaube 44, beim Ablegen einer Karte erwischt und dann als politische Gefangene im Wedding, auch in der JVA Plötzensee, durch das Fallbeil ermordet.
Und nach dem Zweiten Weltkrieg hat Hans Faller da die Akten der Gestapo, als er dann in die DDR remigriert ist oder wie auch immer man sagt, gegangen ist, dort zur Verfügung gestellt bekommen. Und er hat dann als letztes Werk vor seinem Tod innerhalb kürzester Zeit das Buch geschrieben, Jeder stirbt für sich alleine. Und ach, das ist da, ne? Genau, das ist die Geschichte. Hm. Im Roman heißen sie die Quangels. In Wirklichkeit hießen sie Otto und Elise Hampel. Und das ist so ein Buch, was mich deswegen so geprägt hat, weil ich es in der Schule lesen musste. Und hätte es damals schon KI gegeben und Wikipedia, hätte mir auf jeden Fall eine Rezension gereicht, eine Übersicht, die zu lesen, weil ich es nicht cool fand, weil es natürlich von der Lehrerin obstruiert war. Und ich habe dann Urlaub gemacht mit der Familie in Mecklenburg und sind in Karwitz vorbeigekommen auf unserem Wasserwanderurlaub. Und da ist ja Hans Faller da sozusagen hingeflüchtet aus Berlin nach der Ergreifung der Macht durch die Nationalsozialisten. Und da haben wir das Buch nochmal gekauft. Meine Familie haben es uns dann nochmal gelesen. Und hinten dran in dieser Auflage, das ist die x-te Auflage, die da erschienen ist, ist hinten im Glossar die Originalakten. Und da bin ich, weil ich das Buch kannte, tatsächlich umgefallen, dass die Ablageorte angefangen haben, an der Tramstation Seestraße angefangen, an super vielen Orten gewesen, an denen ich tatsächlich tagtäglich vorbeigehe und habe dann quasi ein bisschen versucht, mich näher damit zu beschäftigen. Es gibt eine Berliner Gedenktafel in dem Haus, wo die beiden gewohnt haben. Es ist jetzt ein Neubau, der ist zerstört worden, das eigentliche Haus. Und seit neuestem, ich bin jetzt nicht so der Zahlencrack, aber ich würde sagen, seit 3-4 Jahren, nee, das war schon vor Corona, das muss schon länger her sein, gibt es auch der Platz vor dem Rathaus Wedding, ist in Otto und Elise Hampel Platz umbenannt worden und der Steg, dieser letztendlich Bürgersteig, wie auch immer die beiden, die Luxemburger und die Müller miteinander verbindet, in Otto und Elise Hampel Steg umbenannt worden. Es ist eine Gedenkstele, wie auch immer, aufgestellt worden. Also es ist quasi spät, aber es ist versucht worden, sich dieser beiden Weddinger zu ermächtigen, sie zu erwähnen, also sie in die Öffentlichkeit zu sagen, ihren stillen Protest, ihre Heldentat in die Öffentlichkeit zu bringen. Und witzigerweise kommt diese Elise Hampel ursprünglich aus der Nähe von Stendal, aus dem Ort Bismarck. Und kleine Randanekdote, durften wir da schon mehrere Konzerte, Veranstaltungen spielen, weil auch dort das Erbe sozusagen von der Elise Hampel hochgehalten wird, warm gehalten wird und sich da Menschen gefunden haben, die auch noch nachkommen, die in den USA, glaube ich, leben, an dem Grab und eine Veranstaltung gefeiert, das Lied gespielt und auf jeden Fall, das ist eine Geschichte aus dem Wedding, die auf jeden Fall erwähnenswert ist. Also das ist eine tolle Geschichte und ich finde es auch schade, weil wir haben das natürlich auch in der Schule gelesen. Ich glaube, das ist so allgemeine Schullektüre, dass damals, also bei uns zumindest, nicht kommuniziert wurde, dass es auf einer wahren Begebenheit beruht. Und ich glaube, wenn man das so den Kindern, das hat unser Lehrer auch damals nicht gemacht in Deutsch, und ich glaube, wenn man den Kindern das so näher bringen würde, hätten sie auch mehr Lust, sowas zu lesen. Weil die Geschichte rundherum, finde ich, die du jetzt erzählt hast, die finde ich toller als den Roman, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es geht wahrscheinlich, würde wahrscheinlich vielen Kindern so gehen, weil das ist so, also Heldengeschichten hört man ja sowieso gerne und die haben sich ja sehr in Gefahr gebracht. Ich meine, der Roman, wie gesagt, handelt davon, aber es ist so ein bisschen entfremdet. Also ich wusste jetzt nicht, dass es, den Roman kennst du ja auch, aber so sollte man im Grunde Kindern das nahebringen, zu sagen, hört zu, die und die Geschichte wurde da zum Roman verarbeitet. Ne? Und es ist ja wirklich begehbar, also auch durch das Kartenmaterial des Glossar, also es ist wirklich haptisch. Also das hatten wir in unserem Schulbuch, wir hatten diese gelben, wie heißen die, Reklamdinger, da war hinten kein Glossar drin, aber nee, tolle Geschichte, super. Also ich denke mir, ja, das können wir unter dem Film vielleicht nochmal verlinken. Ich schicke dir mal einiges zu und das können wir dann unter dem Film stellen. Ja, auf den kommen wir später. Jetzt wollen wir erstmal, ich will jetzt nicht Harald Juhnke gering schätzen, aber jetzt wollen wir natürlich erstmal die Heldengeschichten hören. Erstmal um Stars kümmern, ne? Genau. Also Stars und Helden. Wo ist dann Denkmal vom Rathaus Wedding? Oder? Genau, also auf dem jetzigen Otto- und Elise-Hampel-Platz, ich weiß gar nicht, wie er davor hieß, so hat er einfach gar keinen Namen, ich weiß es nicht. Auf dem Platz selbst ist eine Stele, die auch Fotos und die Handschrift quasi simuliert dessen, was auf die Karten gebracht worden ist. Die ist leider auch schon von irgendwelchen, ja, man muss es so sagen, Idioten geschändet, zerstört, also zerbrochen worden. Ist aber, soweit ich weiß, wieder aufgebaut worden und genau, ist dort, also auch zu sehen mit Fotos sozusagen auch der Karten. Wir haben dazu ein Video gemacht, wo wir auch versucht haben, sozusagen Originalzitate der Karten ins Hier und Jetzt zu holen. Ach, das können wir auch verlinken, ne? Genau, da gibt es ein Video. Toll. Genau, also. Super, super Geschichte. So, das ist ja schon mal eine tolle Geschichte aus dem Wedding. Hast du noch was auf Lager? Ja.
So soll ich oder, noch? Also, oder vielleicht die anderen erstmal. Also. Eine zweite Geschichte, die ich auf jeden Fall erzählen will, die ist jetzt nicht Wedding-spezifisch, aber hat dann doch was mit der besonderen Insellage zu tun. Und zwar in einer der Locations, in denen wir früher sehr gerne gespielt haben, die es sogar noch gibt, die Location. Deswegen nenne ich nicht den Namen. Da hat mir die Betreiberin, eine ganz rührige Frau, folgende Geschichte erzählt zum 9. November 1989. Sie saß in West-Berlin in ihrer Kneipe, was man durchaus als Kneipe benennen kann. Ihrer Erzählung nach gab es da früher auch ein Bordell in dem Hinterraum, das habe ich so nicht mehr miterlebt, aber es ist eine wirklich kiezige, urige Kneipe. In der sie da saß, stand nachts ein Mann an ihrem Tresen und sagte, es ist fußläufig zur Bonheimer Straße, muss man dazu erzählen, das ist quasi wirklich geradeaus runterkommen zur Bonheimer Straße, dass die Mauer offen sei, er kein Westgeld mit dabei hätte, aber unbedingt ein Bier bräuchte. Und die Frau hat ihn ziemlich zur Schnecke gemacht, was das für eine scheiß Ausrede ist, er sich verpissen soll und wenn er Kohle hat, wiederkommen soll. 10 Minuten später stand der nächste Mensch vor ihrem Bar und meinte, er, ob es glaubt oder nicht, er kommt aus dem Osten und er braucht jetzt was zu trinken und die Mauer sei gefallen. Und dann hat sie sich hinter ihrem Tresen quasi vorgemacht, ist auf die Straße gegangen, da war dann das, was wir alles aus Funk und Fernsehen kennen, sozusagen los. Und sie hat mit ihrem Ehemann in der Nacht beschlossen, das war wieder eine gut funktionierende Bar, dass alles das, was jetzt, so ähnlich wie hier, dass alles das, was jetzt vor Ort ist, in Fässern, in Hartalk, in was weiß ich, Cola, was es halt alles so gab, umsonst rausgehauen wird, sie eine Wiedervereinigungsparty feiern und danach neu bestellt wird und der Betrieb quasi in Anführungsstrichen normal weitergeht. 3 Tage, erst am 11. November haben sie aufgehört sozusagen, weil die Theke leer war, die Wiedervereinigung zu feiern und das finde ich auch eine sehr schöne, ja, ich wäre gerne bei der Party mit dabei gewesen, aber ich war noch nicht geboren. Vor allem legendär ist ja der erste Mensch, der reingekommen ist, ne? Also dem müsste man ja in der Kneipe wirklich ein Denkmal setzen. So, sie hat wahrscheinlich gedacht, er ist betrunken oder was. Genau. Das ist eine schlechte Ausrede, wenn er wenigstens sagt, ich habe keine Kohle, gib mir ein Bier, hätte es vielleicht gemacht, aber mit so einer plumpen, fiktiven Fantasy-Geschichte zu kommen. Sehr schön. So, wer hat als nächstes was auf Lager über ein Wedding? Ja, ich kenne den Wedding ja halt nicht so gut jetzt wie der Lari, aber immer wenn ich zu Besuch bin, habe ich so ein bisschen das Gefühl, auch nach Hause zu kommen. Also auch speziell jetzt in der Ecke, wo Lari wohnt, wo unser Proberaum ist, ist dieser dörfliche Charakter da. Die Nachbarn helfen sich untereinander, leihen sich von der Gabel bis zum Löffel alles oder was gebraucht wird. Und das finde ich persönlich sehr schön. Erinnert mich dann halt auch früher so an meinen Hof in Lübeck. Das ist das, was ich zum Wedding sagen kann. Es ist auch schön, dieses internationale Flair. Also ich sag mal, da gibt es dann halt von türkischen Dönermann und Chinesen und all sowas. Das finde ich sehr schön und bin auch noch nie abgezockt worden, bin auch noch nie irgendwie überfallen worden oder zusammengeschlagen oder wie auch immer. Also ich fühle mich grundsätzlich sehr wohl im Wedding, aber wie gesagt, ich bin auch nicht täglich da. Bist du mit Lübeck so verwurzelt, dass du sagst, du bleibst da, weil ja eigentlich viele Leute, gerade wenn die irgendwo im Kunstbereich tätig sind, dann doch sehen, dass sie in die Großstadt kommen, weil sie meinen, dass sie da mehr Möglichkeiten haben? Oder sagst du, nee, ich will in Lübeck bleiben, mir gefällt es da dann doch noch am besten? Ich weiß nicht, ob es jetzt unbedingt Lübeck sein muss. Also wir haben jetzt unsere Zelte definitiv in Lübeck aufgeschlagen. Ob es jetzt unbedingt Lübeck sein muss, weiß ich nicht. Aber grundsätzlich bin ich sehr gerne im Norden. Ich mag das Meer. Und ich glaube, um in Anführungszeichen gesetzt musikalische Karriere zu machen, muss man heute nicht mehr nach Berlin. Ja, das stimmt. Ja, das weil stimmt. Wir ja, wie vorhin schon gesagt haben, man kann übers Netz und so. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die meisten Berliner Bands spielen dann immer im Umland. Das sehe ich ja auch mit Lari. Also wir werden dann überall hingebucht. Aber in Berlin haben wir hin und wieder auch mal was. Aber das meiste ist doch auswärts. Und das ist natürlich ein Werbeeffekt, wenn man in der Dorfzeitung dann irgendwann liest, die Berliner Band kommt oder so. Also von daher sage ich mal, was würde es mir bringen, jetzt von Berlin aus nach Lübeck zum Konzert zu fahren, wenn ich eh schon da bin. Ne? Ja, stimmt. Also ich meine, ich steige bei Musik nicht mehr so durch jetzt mittlerweile, aber wahrscheinlich sind die Berliner goldenen Zeiten auch vorbei. Ne? Die waren irgendwie nach den 90ern
In den 90ern hatten wir hier nochmal so einen Hype, weil diese Techno-Geschichten, die wurden ja in den alten, ich weiß nicht, das wisst ihr wahrscheinlich, in den alten Ostgebäuden, die nicht mehr gebraucht wurden oder die leergeräumt waren, da fanden ja diese ganzen mehr oder weniger legalen Techno-Partys statt. Und da wurde ja schon so dieser improvisierte Techno, der kam ja dann speziell aus Berlin. Das war ja schon was. Aber ich glaube, seitdem kommt auch speziell nichts mehr an Musik aus Berlin. Ne? Also ich kriege zumindest nichts mehr mit. Dieser Techno aus Ost-Berlin, das war für mich eigentlich, obwohl ich das ist nicht meine Musikrichtung, aber es war so das Letzte, was ich mitgekriegt habe, was jetzt so speziell eine Berliner Spezialität gewesen ist. Da kamen die Leute ja auch aus der ganzen Welt, um in diese Läden zu gehen und zu diesen Partys zu gehen, aber speziell ansonsten gibt es im Moment nichts mehr, was speziell aus Berlin kommt, oder? Fällt mir zumindest jetzt nicht so spontan was ein. Natürlich sage ich mir, alles, was Annette Humpe anfasst oder so, das hat schon irgendwie Gewicht. Also ich mag auch die 17 Hippies aus Berlin. Oder aber die sind ja auch schon älter, ne? Die sind jetzt meine nicht neu, Generation, ne? Ja. Ja, ja. Ne? Also es gibt schon noch Sachen, die aus Berlin kommen. Mit der Techno-Szene, so habe ich auch nicht so ganz viel zu tun, muss ich sagen. Und alles, was danach kam, Haus etc. oder so. Aber grundsätzlich ist es schon so, wenn man sich in Berlin umguckt, ich bin der Meinung, das ist die einzige richtige Großstadt in Deutschland. Hm. Und da ist schon rund um die Uhr was los. Und ich glaube, dass es auch ganz viele Nischen gibt, wo irgendwelche Sachen laufen, die woanders nicht laufen. Aber deswegen nach Berlin zu ziehen, weiß ich nicht, ob es das wert ist. Okay, gut, gut. Ja, ja, Lübeck ist schön, das stimmt schon. Vor allem ist man sofort am Strand, am Timmendorfer oder Niendorfer Strand, ne? Und das, oder Travemünde. Das ist da ist so voll, da ist so voll. Ich fahr dann immer auf die Mecklenburger Seite, da ist ein bisschen länger. Ah, okay, okay, gut. Wir sind früher immer nach Timmendorf oder Niendorf gefahren oder Scharbeutz. Okay, gibt es hier was aus dem Wedding? Na, ich würde vielleicht noch mal eine Lanze dafür brechen, dass im Wedding definitiv nicht an jeder Ecke und alles geklaut und verbrochen und niedergeschlagen und weiß der Himmel was wird. Ich habe vor einem halben Jahr ungefähr, bin ich aus dem Übungsraum gekommen, bin in Späti gegangen und habe mir noch ein Bier geholt, bin dann weitergelaufen und irgendwann mit der S-Bahn gefahren und irgendwann an der Jungfernheide fiel mir auf, dass ich meinen ganzen Koffer mit den Effektgeräten irgendwo mit Schwerpunkt auf irgendwo habe stehen lassen. Nein, nein. Bin zurückgefahren zum Wedding, dachte, scheiße, vielleicht habe ich ihn auf dem S-Bahnhof stehen lassen. Da waren gerade ein paar Bullen dabei, ein illegales Plakat niederzureißen. Hab die dumm gefragt, von wegen, aber sorry, wenn ihr hier gerade steht, ist hier irgendwo ein Koffer, ist der abgegeben worden vielleicht oder so? Oder gesprengt? Habe ich auch gerade gehört. Oder irgendwas. Nein, nein, sie wussten von nichts. Und dann bin ich weiter und wo er stand, war im Späti, wo ich das Bier gekauft hatte, eine Dreiviertelstunde vorher. Da ist ja richtig Glück gehabt, ne? Ja, ich sag ja, es ist nicht alles so schrecklich, wie es immer so aussieht. Aber ja. Der Typ wusste, dass der Koffer da steht oder hat er es auch erst festgestellt? Nö, der hat es auch erst festgestellt, als ich gefragt habe, gesagt, oh, da ist ja mein Koffer. Ja, ja. Und da meinte er, ist doch gut, ist fein, alles schön. Aber schön, dass den keiner mitgenommen hat. Ja, ne? Ich war ziemlich froh darüber. Also, doch, Ehrlichkeit im Wedding. Ha. Ja, die gibt es definitiv. Der Wedding ist eben durch seine Spätis oder durch seine vielen kleinen Kneipen irgendwie auch für mich so ein Biotop, wo im dritten Stock, also so, was man so als Kiezmischung oder wie auch immer bezeichnet oder was man auch versucht hat, anders zu organisieren, ist es völlig in Ordnung, wenn unten im Keller irgendwie die Punkband schrammelt, im Erdgeschoss in der Kneipe Dart gespielt wird und im dritten Stock das Kind ins Bett gebracht wird, dass die ganzen Lebenswelten nicht gegeneinander laufen, sondern ihre Berechtigung haben und auch gut nebeneinander klappen, wenn sozusagen da alle wollen. Es gibt natürlich auch viele Beispiele, wo das nicht geklappt hat. Wie gesagt, einige von den eben besungenen Kneipen, Ufer, Café, Ernst und so, die gibt es alle nicht mehr. Da trauern wir vielen Institutionen nach, die Milchmeergalerie. Aber ich finde es ermunternd und erbauend, dass auch ich nach jetzt über 30 Jahren Wedding immer noch neue Orte kennenlerne. Ach so, du bist nie in Berlin rumgezogen? Bist du immer im Wedding gewohnt? Also, das ist ja richtig lustig. Polizeilich gemeldet war ich, doch war ich in Reinickendorf gemeldet zu meiner Jugend. Okay. Ja, doch war ich in Reinickendorf gemeldet. Aber nee, bin also meine erste eigene Wohnung war im Wedding, wir wohnen jetzt im Wedding. Also, dass ich immer noch neue Orte erkenne, kennenlernen darf, in Keller geführt werde, in Proberäume, in was weiß ich, irgendwelche halblegalen Kneipen und oder Orte
Und das erfreut mich, dass es immer noch, auch wenn man sich auf so einen kleinen lokalen Raum begrenzt, ist dennoch grenzenlos scheint, was sozusagen Mensch mit denen zur Verfügung. Also es gibt ein tolles Küchentheater zum Beispiel, das ist total toll. Da zahlt man einen ziemlich schmalen Betrag, wird fürstlich bekocht und bekommt immer von dem ziemlich durchgebrezelten Gastgeber einen Klassiker des Welttheaters von ihm gekürzt und interpretiert, aber sehr toll dargestellt. Wie, er spielt es oder er liest es? Nee, sowohl als auch. Also er rezitiert quasi daraus, szenisch. Und das Essen ist toll und genau, das ist mittlerweile irgendwie, ich glaube, es gibt Wartelisten, um zu diesen Veranstaltungen mit dazuzukommen. Oh, da würde ich aber auch hingehen. Eben, genau, das ist halt so toll, genau, was so jenseits des Mainstreams da passiert, hinter den Türen. Aber es ist ja toll. Schön, dass dann noch solche Sachen passieren, weil man hat ja so das Gefühl, wenn man nur durch ein Wedding geht und sich nicht auskennt, also ich kenne mich mittlerweile ein bisschen aus, aber man hat ja das Gefühl, hier ist demnächst auch alles zu spät. Also, dass es noch sowas gibt, das, ja, das ist toll. Natürlich auf dem absteigenden Ast, also es wird weniger, es wird enger, die Luft wird enger, glaube ich auf jeden Fall. Ich habe schon einiges erzählt, was im Gesamtberliner Kontext den Wedding auf jeden Fall näher in die Mitte, in der es ja auch vom Bezirk her ist, kommen lässt. Der BND, die S21 sei da zum Beispiel genannt. Also es, die Tendenz stimmt nicht, aber es gibt noch diese Nischen. Ja, wie gesagt, also ich bin manchmal schon so desillusioniert, dass ich denke, die ganze Stadt kann man verloren geben, aber wird wahrscheinlich auch irgendwann passieren, weil in anderen europäischen Großstädten ist es ja auch so. Also wenn man so London oder so sieht, da gibt es ja nun auch keine Nischen mehr, aber solange es noch ist, soll man das einfach noch auskosten und ich denke mir immer, irgendwann bin ich sowieso zu alt, noch irgendwo hinzugehen, also von daher ist es dann auch egal. Natürlich nicht für die Leute, die dann jung sind, also denen gönne ich natürlich auch irgendwie so Nächte, wie wir sie damals mit 20 und 30 hatten. Nur, dass die Nacht 2 Stunden länger wird, weil die Fahrzeit hin und zurück zum Laden am Rand der Stadt nochmal eine gute Stunde ist. Ja, 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 ja. Also ich bin mal gespannt. Wir können gespannt sein. Gut, wenn ihr jetzt erstmal keine Geschichte mehr habt, dann würde ich sagen, wir hatten ja jetzt 3 Stücke, ne? Wir haben ja verabredet, ihr spielt jetzt noch eins und dann noch eins zum Schluss. Dann würde ich sagen, wenn ihr möchtet, könnt ihr jetzt noch ein Stück spielen. Und was eins aus dem neuen Album. Und dann vielleicht auch nochmal danach ein bisschen was zu euren Alben, die man erwerben kann und wo ihr demnächst spielt und so weiter. Einfach nochmal zu eurer... Den Werbeblock. Genau, dann machen wir den Werbeblock danach. So. Nun, folgende Stück ist das dritte und letzte aus dem aktuellen, aus dem neuen Album. Danach spielen wir noch einen Klassiker. Und zwar ist das Lied, passt in die Genre-Kategorie Alp. Denn geschrieben als Albtraum, erpuppt sich der Traum immer mehr als Realität. Und es heißt Haus brennt. Das Haus brennt, doch ich kann nicht rausrennen. 1000 SUVs verstopfen die Tür. Totengräber warten vor dem Kindergarten. Ich wär so gern woanders, ich wär so gern bei dir. Denn das Haus brennt. Im Netz gibt's Sonderangebote. Millionen Klimatote und der Wasserhahn kotzt heut. Giftige Lauge, Leichen kreischen im Keller. Im Kreis immer schneller an den Abgrund getanzt. Mit offenen Augen, denn das Haus brennt. Unser Haus brennt.
Prozent da drin verhungert und das schlägt doch, wir feiern fröhlich weiter, motzen auf die Politik. Irgendwer predigt von Fressen und Moral, doch uns ist heute mal wieder alles egal. Mit Soße vermischt rotz der Wein uns vom Kinn. Wenn ihr alles im Arsch ist, suche ich auch nicht nach dem Sinn. Kommt zusammen, reicht euch die Hände, liebe Leute, so wie es aussieht. Gibt's kein Morgen nach dem Heute, denn das Haus brennt. Wo ich auch hinsehe, ist nicht besser. Kampf bis aufs Messer und das Mittelmeer ist ein Riesenmassengrab. Oh, wir halten uns ran, jeder rafft, was sie kann. Mit Augen voll Panik, die Böschung hinab. In den Straßen, in den Feldern, in den Städten, in den Wäldern lauert der Tod, das ist kein Witz, keine Lappalie. Vor dem Haus im Garten liegen überall vergraben Gift mit Plastik, Schrott und diverse Chemikalien. Denn es ausbrennt, ausbrennt. Unser Haus brennt, da trinkt verhungert und erstickt. Doch wir feiern fröhlich weiter, motzen auf die Politik. Irgendwer predigt von Fressen und Moral, doch uns ist heute mal wieder alles egal. Mit Soße vermischt drauf, der Wein uns vom Kinn. Wenn ihr alles im Arsch ist, suche ich auch nicht nach dem Sinn. Kommt zusammen, reicht euch die Hände, liebe Leute, so wie es aussieht. Gibt's kein Morgen nach dem Heute, denn das Haus brennt. Jeder ist ein Schuft, die ganze Welt ist auf der Flucht, hier ist keiner unschuldig, hier sind alle angezählt. Und was kommt, wissen wir auch, Panikknoten im Bauch. Und wenn der Arsch aufgrund des geht, wird AfD gewählt. Denn der Arsch brennt, Arsch brennt. Falls ihr noch hofft und vermutet, der Song wendet sich zum Guten, tut mir leid, liebe Leute, da muss ich euch enttäuschen. Die ganze Welt müsste sich ändern und das nicht nur an den Rändern. Und es wird wohl nichts werden, ehe das ganze Haus brennt. Denn das Haus brennt, Haus brennt. Unser Haus brennt, da trinkt verhungert und erstickt. Doch wir feiern fröhlich weiter, motzen auf die Politik. Irgendwer predigt von Fressen und Moral. Doch uns ist heute mal wieder alles egal. Mit Soße vermischt drauf, der Wein uns vom Kinn. Wenn ihr alles im Arsch ist, suche ich auch nicht nach dem Sinn. Kommt zusammen, reicht euch die Hände, liebe Leute, so wie es aussieht. Gibt's kein Morgen nach dem Heute, denn das Haus brennt. Das war so das vorletzte Stück. Wir können zum Schluss können wir uns noch ein Stück freuen, aber jetzt kommen wir noch mal zum sogenannten Werbeblock. Also vielleicht könnt ihr jetzt noch mal erzählen, was so auf euren CDs drauf ist, wo man euch treffen oder erwerben, nicht euch als Person, sondern eure CDs erwerben kann und so weiter und so fort. Also alles, was zu einem gelungenen Werbeblock dazu gehört. Zu einem gelungenen Werbeblock gehört jetzt, dass ihr an die E-Mail mail@ludp eure Kreditkartennummer schickt und uns eine Vollmacht einräumt auf eurem Konto. Dann versprechen wir euch, alle CDs zuzuschicken, die wir haben. Nee, im Ernst, Werbeblock. Wir haben gerade ein neues Album gemacht, Ermahnung und Unterbauung. Wir machen so im Schnitt alle 1 bis 2 Jahre ein neues Album. Und dementsprechend gibt es schon einige Alben davor. Mit dem neuesten Beginn der Ermahnung und Erbauung kam davor ein fauler Kompromiss. Die haben wir wie das aktuelle Album zusammen mit Tobias Thiele aufgenommen. Ein wunderbarer Musiker, man kann sagen Freund und aber eben auch Toningenieur und Produzent, der uns da eingeladen hat in sein Refugium nach Mecklenburg-Vorpommern zu diesem Album. Das letzte Album haben wir noch in Berlin aufgenommen, weil er damals noch in Berlin gewohnt hat, mit der Tram fahrbar von Wedding im Übrigen aus, das war auch super, aber das nur nebenbei gesagt. Das sind die beiden sagen, aktuellen Alben, Ermahnung der Bauung und ein fauler Kompromiss. Und davor kommt, helf mir jetzt, die Lariismus.
Die haben wir, Stichwort Label und Selbstvermarktung, komplett selbst aufgenommen mit dem damaligen Trommler von uns, der gleichzeitig viel Zeit und technisches Geschick in dieses Album investiert hat, haben wir die komplett in Eigenregie aufgenommen, ne? Kann man so sagen. Und davor haben wir eine EP. Richtig klassisch in der Garage, wie man sich das immer so vorstellt. Richtig klassisch oder? Auf der Bettkante des WG-Zimmers. Achso, okay, stimmt. Das ist ja heutzutage ist das ja anders als früher. Es ne? ist genau. machbar, ja, es ist möglich. Ja, ja. Und dass wir auf der Bettkante saßen, hört man diesem Album auch nicht an. Also das muss man sagen, das ist also so professionell gemacht von dem guten Jay, dass man das natürlich nicht hörte, dass es im WG-Zimmer entstanden ist. Und davor gibt es noch als Larin die Pausenmusik die Veröffentlichung Liebe, Schnaps und Revolution. Das ist eine EP mit 5 Songs, die wir aufgenommen haben. Das Cover unterscheidet sich in derlei Gestalt, dass alle anderen von Felix Steinhoff generiert sind und dass ein Bild eines Weddinger Künstlers Andreas Herrmann ist, das die Überschrift Liebe, Schnaps und Revolution darstellen soll. Ich muss gestehen, das ist im Laufe der Zeit das Bild abhanden gekommen. Wir hatten das immer lange noch. Jetzt auch beim Bandraum aufräumen ist es mir nicht in die Finger gekommen. Falls du es hörst, du Besitzer des Kunstwerkes Liebe, Schnaps und Revolution von Andreas Herrmann, wir vermissen das Kunstwerk. Gib es uns zurück. Wir tauschen gegen das neue Album oder was auch immer du brauchst. Aber das ist quasi ein Bild, was das Cover gestaltet hat von einem Weddinger Künstler zu dem Thema Liebe, Schnaps und Revolution. Was, das muss an der Stelle noch erwähnt werden. Ich glaube, seitdem haben wir es ein bisschen verkackt mit dem Kaffee Kralle. Nicht uns selbst entfleucht es, dieser kreative Auswurf des Liebe, Schnaps und Revolution, sondern etwas ist, wenn man im Café Kralle, einer sehr gemütlich, einer tollen Frauenkollektivkneipe im Wedding bei uns am Launer Platz, wenn man da zu sehr ins Glas schaut am Tresen und kurz einnickt und man wieder nach oben schaut, steht dort fett an der Wand Liebe, Schnaps und Revolution. Ach, das Café Kralle gibt's noch? Das ist ja ein uralter Laden. Am gleichen Ort, an der Hochstädter also, Straße. Da bin ich ja ganz verblüfft, weil das gibt's schon seit anno dazu mal. Ne? Ewig, ja. Genau. Das gibt es, ich glaube, auch immer noch an gleicher Stelle, in der Hochstädter Straße. Nee, ja, super. Ist ja, das ist Laden, ja, lässt ja hoffen, ne? Genau, richtig. Das ist gut. Ja, das ist von meiner Seite. So, was gibt es denn an Touren von euch? Oder ist da noch nichts in Planung? Ja, oder vielleicht nochmal die anderen? Wir sind letztendlich auf Neverending-Tournee. Also okay. Seitdem wir unterwegs sind auf Tournee. Nee, aber jetzt im Ernst, haben wir bis März 10 Konzerte ungefähr sind es oder so, wo wir versuchen, das Album nach vorne zu bringen. Da hat es uns angefangen, ganz klassisch auf die Leserbühnen dieser Stadt, die Brauseboys, Reformbühne, Heim und Welt, wo wunderbare Menschen wunderbare, kurzweilige Texte vorlesen und wir zwischendrin auch unser Album präsentiert haben. Und natürlich ist jetzt am Anfang unser Interesse vor allem, die CD dahin zu bringen, wo wir sonst auch unsere Konzerte spielen. Da sei jetzt stellvertretend erwähnt, wo kommen wir jetzt überall vorbei mit der Release-Tour unseres neuen Albums. In Chemnitz zum Beispiel, wo es verrückte Leute im Kaffeesatz gibt, die da studentisch selbst organisiert einen tollen Laden auf dem Sonnenberg, einem eher sonst anstandsverlassenen Fleckchen Chemnitz, dort Programm und Kultur machen. Gibt es da eine richtige Szene in Chemnitz? Es gibt Studierende auf jeden Fall und Menschen, die, obwohl die Stadt so ist, wie sie ist, nicht wegziehen wollen und dass die Stadt, die Struktur nicht den Nazis oder rechtsoffenen Menschen überlassen wollen würden. Also ja, da es gibt ich da, drauf hinaus, gibt ja. Es gibt Menschen auf jeden Fall, die nicht die Flucht nach vorne antreten, sondern für ein buntes und weltoffenes Chemnitz streiten. Es gibt sie, man sollte sie unterstützen und da fahren wir immer gerne hin. Das ist zum Beispiel ein Ort auf unserer Tournee. Dann ist durch auch an der Küste, durch Lübeck, durch Mimi haben wir natürlich auch dort einige Menschen, die uns gerne hören, die uns einladen. Generell unterscheiden wir so zwischen Clubkonzerten normal, also öffentliche Veranstaltungen. Was wir aber auch immer wieder gerne spielen, ist ein Wohnzimmerkonzert. So spielen wir jetzt auf der Release-Tour ein Wohnzimmerkonzert, wo wir privat von Menschen eingeladen werden und die wiederum dann für Publikum sorgen. Und das ist meist besser als ein Clubkonzert, weil die Toiletten sauber sind, das Essen noch handgemacht ist und genau die Menschen, die veranstalten, auch dafür Sorge tragen, dass die Menschen, die sie einladen, Interesse haben an dem, was wir machen. In Wismar sind wir kommen auch nach Horb am Neckar und Freiburg. Mimi gesagt, wir waren in der Schweiz. Genau, also es ist tatsächlich quer, ist ja bunt gemischt. Wollte ich gerade sagen. Also man wundert sich ja, dass so in kleinen Orten, man hat immer das Gefühl, da sind gar keine Leute mehr, aber offenbar ja doch, die das interessiert. Ne? Und ich hoffe, genug Leute, die eine böse Antwort-E-Mail schreiben, sagen, klein, mein Ort ist klein, du bist eine Frechheit, okay, was erlaubt sich die Frau von rockradio.de? Vielleicht schneidet Klaus das raus. Nein, aber du hast recht, es gibt eine Menge Kleinstädte, die aber trotzdem genau eben ihren Verein haben, ihren kulturellen, wie auch immer, der da unabhängige Kultur, also unabhängig von den Standardkinos und so weiter organisiert, die findest du wirklich hüben wie drüben. Gut, gut, gut.
ihr beiden nochmal vielleicht zu nochmal Aussichten der Band und so weiter. Wir haben jetzt nicht mehr so viel, also alles, was ihr jetzt noch über euch loswerden wollt, jetzt ist noch Gelegenheit. Ja, was soll ich sagen? Also wir sind seit gefühlt 5 Jahren kurz vorm Durchbruch, oder? Ja. Aber jetzt? Nein, ich glaube jetzt mit dieser neuen Ermahnung und Erbauung, das ist schon ein gutes Ding geworden. Und ich glaube, wir wollen ja gar nicht an diesen ganz großen Töpfen ran oder so. Also wichtig ist uns, dass wir Leute erreichen auf dem Land, auch auf dem Plattenland und auch in der Stadt. Und das soll Spaß machen. Und wenn man natürlich nicht am Hungertuch nagt, ist es auch ganz nett. Aber der ganz große Wurf muss gar nicht passieren. Gut. Ja, aber das ist aber gut, das so zu sehen, weil dann ist man nachher auch nicht frustriert oder so, ne? Dass wenn man nicht irgendwie vor einer Million Leute spielt. Ich wundere mich immer, das kennt ihr ja wahrscheinlich auch, wenn man so alte Konzertaufnahmen sieht von so ganz normalen Mainstream-Stars, so Tina Turner oder Stones oder so, dass da wirklich in den Stadien, dass da also fast gefühlt Millionen Leute stehen. Hat man da solche Träume oder mal ganz ehrlich, also unter uns hier, unter uns also ich, Pastorentöchtern hier? Ich hatte die Träume mit 15 glaube ich, so von mir aus auch noch bis zum 18. Geburtstag, so ungefähr hat man da ein bisschen geträumt, so in diese Richtung. Ja. Heute bin ich sehr dankbar, dass es nicht passiert ist, weil ich es eigentlich auch genieße, in Ruhe wird, ne? Durch die Stadt gehen zu können. Nein, also der ganz große Wurf muss gar nicht passieren. Es ist schön, wenn man ein paar Leute erreicht. Und es ist auch schön und schmeichelt einen natürlich, wenn es dem einen oder anderen gefällt. Aber diese ganz großen Sachen, die müssen meiner Meinung nach nicht Also sein. Da habt ihr auch keine Träume mehr. So, das ist man, wenn man erwachsen wird, ist man da. Doch, ich habe schon noch Träume, aber ich muss nicht mehr zum Bravo-Starschnitt oder so werden. Ja. Also das, in unserem Alter ist auch eher die Apotheke rumschauen. Da wollte ich drauf hinaus. Du erwähntest das gerade mit dem Alter. Ich glaube, wir sind einfach ein, zwei Dekaden, also wir beide zumindest, Mimi, sind ein, zwei Dekaden zu alt für den Teenie-Star. Das wird so nichts mehr. Insofern ist es alles so eigentlich ziemlich geil, wie es ist. Ja. Also man hat ja auch irgendwie so, ich denke mir, wenn man dann tatsächlich so 1 Million Leute da, ich meine, das sind keine Millionen, aber das sind, ich weiß nicht, wie viele Tausende in so ein Stadion reingehen, und wenn man da als Stones oder so spielt, man ist ja auch wirklich, ich meine, okay, bei denen ist alles egal, die haben ja nun, ich denke mir, die können da machen, was sie wollen, das akzeptieren die Leute, aber man hat ja auch immer, umso mehr Fanschaft man hat dann doch einen gewissen Druck, ne, und muss sich doch auch in einer gewissen Weise doch eher anpassen, als wenn man sagt, man macht das nur für die Leute, denen es dann auch tatsächlich gefällt. Ne? Also erstens gehe ich davon aus, dass schon auf rockradio.de mindestens 500.000 zuhört, verbunden mit dem, die hier im Laden sind, denke ich, kratzen wir an dem Gefühl, was da die Stones sind. Und verbunden mit den Klicks, die ihr jetzt richtig, durchlaufen. Also das ist eine. Und zweitens, nee, im Ernst, also was ich total schön finde und was ein wirkliches Geschenk ist, was ich durch das Musikmachen erleben darf, ist, dass wir wirklich davon abhängig sind, angewiesen sind, aber es immer wieder so tolle Orte, Menschen gibt, die wir kennenlernen, die in ihrem Dorf, in ihrer Kleinstadt, wie groß sie auch immer sein mag, in ihrem Viertel, in ihrer Freiwilligen Feuerwehr, in ihrem Kleingartenverein rödeln, Programm machen, auf uns aufmerksam werden, wir vielleicht auch weiterempfohlen werden, unsere Musik schon kennen, uns einladen, Kleinkunstfestivals und ich weiß nicht was alles. Das erfreut mein Herz immer so sehr zu sehen, dass wir nicht, würde ich sagen, in unserer Bubble alleine sind gegen so Asterix, Obelix-mäßig gegen das ganze römische Heer, sondern dass es da viele subversive, tolle, bunte Orte gibt und auch in Bundesländern, die es echt nötig haben, wir da immer wieder auf offene Herzen und Türen treffen und das ist eigentlich schon das Größte, was wir mit der Mucke tatsächlich erreichen können, die Menschen und Herzen, die da vor Ort, wo auch immer sie dann sind, Aktionen machen, sich die Realität nicht als gottgegeben erzählen lassen, sondern versuchen selbst einzugreifen und ihr Schicksal in die Hand zu nehmen und das ist ein echt tolles Geschenk. Jetzt kommt der Tourbus, sehe ich gerade hier? Ah, nee, da nicht. Nee, Leute, jetzt müsst ihr nochmal auf die Bühne, wir sind nämlich leider kurz vor Schluss. Es war total nett, mit euch zu plaudern. Also ihr könnt den Film wieder ab Klaus Dienstag, ne? Ab Dienstag bei Kiekema Film Berlin könnt ihr den Film sehen. Wie gesagt, diesmal haben wir die ganze Musik drin. Das wird also ein langer Film, aber ihr könnt ja zwischendurch dann die Musik hören
Und ja, wir freuen uns jetzt auf das letzte Stück. Und vielleicht könnt ihr Klaus dann noch schicken, wo man euch erreicht. Also wenn jetzt tatsächlich der Konzertveranstalter mit einem Stadion, wo eine Million reingeht, zugehört hat, wo er euch denn erreicht. Und das könnt ihr alles heute Abend noch an Klaus schicken und der stellt euch das unter den Film. Genau, das machen wir. Wir haben natürlich, sind auf YouTube, auf Spotify vertreten und die CDs bekommt ihr auch einfach per E-Mail an mail@lud.de. Ja, dann könnt ihr genau. Das auch alles schicken. Das schicken wir als Klaus, das kennt er, das weiß er. Aber ein was kurz noch zu diesem Durchbruchsgedanken. Dem geneigten Ohr wird ja aufgefallen sein, dass das Telefon mehrmals geklingelt hat. Ich gehe jetzt eigentlich schon davon aus, dass der Scout schon angerufen hat oder die Scoutin. Okay. Also ich gehe eigentlich davon aus, dass irgendwie gleich ein Taxi vorfährt oder ein Limo. Also vielleicht haben wir es heute schon erlebt. Okay. Wir danken euch auf jeden Fall für die Möglichkeit. Wir danken euch auch. So, dann hören wir jetzt den letzten Song, Leute. Und wir sind wieder da am zweiten Sonntag im Februar. Lasst es euch gut gehen bis dahin und hört euch noch den letzten Song an. Tschüss. Genau, wir haben ja gerade erzählt, dass wir das, was wir machen, schon längere Zeit machen. Und so muss man sich natürlich auch um seine eigene Zukunft Gedanken machen. Und das habe ich gemacht und habe mich für Familie entschieden. Und natürlich aus einem altruistischen, gesamtgesellschaftlichen Gedanken heraus, um die Welt zu einem besseren, lebenswerteren Ort zu machen. Aber auch aus einem ganz kleinen, egoistischen Grund heraus, nämlich mit dem großen Vision, irgendwann selbst nicht mehr auf Konzert fahren zu müssen, sondern meiner Tochter die Zugtickets auszudrucken, Mimi und Tets anzurufen, sie dann auf Tour zu schicken. Ich sitze zu Hause, schreibe die Rechnungen und verprasse die Kohle, während sie all das erleben darf, was ich 30 Jahre lang Rock'n'Roll genannt habe und super spannend war. Und in dem Sinne versuchen wir uns generationsmäßig aufzustellen, jetzt schon an das Morgen zu denken und singen ein Duett. Es heißt Lebenslust und ist schon ein ganz altes Lied von uns. Und die Lotta singt das mit. Es geht in etwa so hier. Vielen Dank an Rockradio, vielen Dank an Juliane, an das ganze Team hier, an dich, an euch von Speiches Blues-Kneipe. Nicht zuletzt auch an die Massen, die hier sind. Wir wissen das zu schätzen und danken euch, dass ihr so mucksmäuschenstill gewesen seid. Dürft aber jetzt nochmal alle freudig mitsingen und wir hoffen auf den Chor der Millionen, der uns aus diesem Livestream hinausträgt. Nun aber los! Da da da.
Ja, liebe Menschen, man trifft diese verrückten, bunten, wunderbaren Menschen, die uns einladen. Nicht nur im ländlichen Raum, nicht nur in der Großstadt oder Peripherie. Nein, man trifft sie auch im Internet und das schon sehr, sehr lange und sehr erfolgreich. Bitte klatscht mal in die Hände für die Menschen von Rockradio für die Einladung. Vielen Dank auch an die Menschen von Speichels Plus und Rockkneipe, an Juliane, dass sie sich 2 Stunden lang unser Gequatsche angehört hat. Vielen Dank an euch, dass ihr mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Lari und die Pausenmusik. Vielen Dank. Und ihr habt schon gehört, wie es mit dem Fachkräftemangel in Berlin so ist. Wir würden immer wieder nach Lübeck schauen, über die regionale Grenze, damit er uns den Takt schlägt. Er hat als Kind ein Metronom verschluckt, seitdem kann er nicht anders als auf 1 und 4 uns den Takt zu geben. Begrüßen Sie Mimi! Wir sind gewerkschaftlich organisiert in der Gewerkschaft Ton und Bild. Wir sollten einen Ältestenrat gründen. Es war nicht schwer zu überlegen, wer diese Aufgabe übergestülpt bekommt. Er ist der Hofkapellmeister des Lariismus, solo unterwegs als andererseits. Und er spielt bei uns die Stromgitarre und singt. Das ist der Ted! Und sie ist die Hoffnung für meine müden Knochen. In ein paar Jahren ist sie dann an der Reihe. So ist das mit dem Generationswechsel. Jetzt schon vorbereiten. Lotta Rosa am Gesang. Und der Chef von der Janze. Außenwedding, der Lari. Thank you.